Wir fangen also jetzt nicht einfach zu früh an, Isabel. Gucken, ob das zu laut ist. Ich glaube, wir können mal die Leinwand, also das projizieren, würde ich sagen. Super. Sind wir soweit, Dylan? Meinst du, wir können anfangen? Wir sind natürlich wahnsinnig pünktlich. Also herzlich willkommen im Literaturhaus und herzlich willkommen zu unserem Abend, der sich den Gewinnertexten des Schreibwettbewerbs widmet. Der Titel dieses Jahr, die großen 12. Alle Gewinnerinnen und Gewinner sind online dabei, worüber wir uns sehr freuen. Sie kommen aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz. Und aufgrund der aktuellen komplizierten Reisebestimmungslage mussten wir leider darauf verzichten, alle Personen hier nach Zürich einreisen zu lassen. Mein Name ist Gesa Schneider, ich bin die Leiterin des Literaturhauses und neben mir sitzt Isabel von Landen. Isabel ist mit mir zusammen verantwortlich für das Programm des Literaturhauses und sie ist zuständig für diesen Wettbewerb. Auch ganz herzlich begrüßen möchte ich die Jury. Wir werden in der Mitte des Abends die Jury noch namentlich vorstellen. Der Wettbewerb wird von Beginn an großzügig unterstützt von unserem Hauptsponsor, der Zürcher Kantonalbank, der wir an dieser Stelle ganz herzlich danken. Und das Büchlein, was Sie sehen, über das wir sehr glücklich sind, wurde gestaltet von Atlas Studio, die auch sonst unsere Gestaltung übernehmen. Ich freue mich wirklich sehr und möchte an dieser Stelle auch allen Gewinnerinnen und Gewinnern ganz herzlich gratulieren und Isabel wird jetzt noch ein bisschen mehr zum Wettbewerb und zum diesjährigen Wettbewerb insbesondere sagen. Vielen Dank, Gesa Schneider, und herzlich willkommen an die, die im Saal bei uns zuschauen. Es gibt auch Saalpublikum und die, die im Livestream sind, und an alle Gewinnerinnen. Es ist immer sehr, sehr schön. Man fragt sich immer das Jahr durch, wer hat diese ganzen Texte geschrieben, von wem stammt diese Mai-Geschichte oder der Dezember-Text. Es ist immer sehr schön, dann an diesem Abend dann all die Gesichter und Menschen kennenzulernen. Also herzlich willkommen. Ich habe drei Zahlen, die ich kurz einleitend nennen möchte, also als Kontext dieses Schreibwettbewerbs. Die erste Zahl ist die 21. 21 Jahre, so viele Jahre gibt es schon den Schreibwettbewerb des Literaturhauses, ist somit seit 2001 und es ist somit das älteste Projekt des Literaturhauses. Und der Wettbewerb hat eigentlich nur zwei Vorgaben. Das eine ist die Textlänge, die darf nämlich maximal 15.000 Zeichen sein. Und noch wichtiger ist, dass wir immer eine Vorgabe geben. Es kann ein Thema sein oder eine Form, an die sich die Schreibenden halten müssen. Und das waren zum Beispiel Themen wie die Kindheit oder Familie oder Heimat, das Jahr 2050. Dann gab es auch Formate wie den Wortgenerator. Da wurde dann immer am Anfang vom Monat hat ein Generator 5 Wörter ausgespuckt, die alle in den Text integriert werden mussten. Und es gab Musikstücke, erste Sätze oder Fotos zum Beispiel, die wir vorgestellt haben. Und Klima und andere Katastrophen letztes Jahr. Genau. Genau, unser prophetisches Thema letztes Jahr, Klima und andere Katastrophen. Und jetzt komme ich zur zweiten Zahl. Die zweite Zahl ist die 12. Das einerseits ist es die Zahl der Gewinnerinnen pro Jahr. Jeden Monat gibt es eine Gewinnerin, einen Gewinner. Und 12 war auch das Thema des letzten Jahres, eben die großen 12. Und die großen 12 haben wir jene Gefühle oder Regungen genannt, weil wir dachten, dass die in unserem Leben eine wichtige Rolle spielen. Eine subjektive Auswahl, die wir getroffen haben für 11 Monate. Und der 12. Monat war dann quasi freie Wahl für die Gefühle, die das Jahr durch noch gefehlt hatten. Und dann die letzte Zahl, die größte Zahl, das ist die 2300. 2300 ist die Zahl der Texte, die uns erreicht haben. Das ist der absolute Rekord, war noch nie so viel wie 2021. Und das heißt, dass es pro Monat an die 300 oder über 300 Texte waren, die die Jury gelesen hat. Und um sich das ein bisschen vorzustellen, die Texte werden von uns dann
anonymisiert zusammengestellt und an die Jury verschickt. Und das waren dann so zwischen 1.000 und 1.500 Seiten, die dann pro Monat gelesen wurden. Und wir werden jetzt das Jahr durchschreiten, uns Ausschnitte aus diesen Texten anhören, von Januar bis Dezember. Wir werden immer ganz kurze Lesungen hören aus den Texten und auch den Autorinnen dann ein paar Fragen dazu stellen. Und wir steigen gleich ein in Medias Res. Und jetzt schalte ich von der Galerieansicht für Sie um auf die Sprecherinnenansicht. Genau. Und im Januar, das Januar-Thema, war das große Thema Hoffnung. Und gewonnen hat im Januar Anke Laufer mit dem Text Das Zeichen. Herzlich willkommen, Anke Laufer. Woher sind Sie uns zugeschaltet? Aus Wannweil. Das ist ein sehr kleiner Ort zwischen Tübingen und Reutlingen in Süddeutschland. Okay. Also nicht ganz weit weg von Zürich. So. Nein, ich hätte mich da auch sehr gefreut. Ja. Anke Laufer hat in Ethnologie promoviert in Freiburg im Breisgau. Sie ist freie Autorin und Dozentin. Sie war Stadtschreiberin in Bogotá und hat ein Stipendium der Drua-Heinz-Stiftung für einen Aufenthalt auf einem Schloss in Schottland gewonnen. Sie ist mehrfach ausgezeichnet worden für ihre Arbeit. Die literarische Arbeit hat viel publiziert in Magazinen und Anthologien. Und sie hat auch zwei Bücher veröffentlicht, Die Irritation 2012 und Nachtprotokolle. Und sie haben gleich im ersten Monat gewonnen. Wir hatten ja Anfang Jahr alle 12 oder 11 Gefühle aufgeschaltet. Hat Sie da die Hoffnung gerade besonders angesprochen oder weshalb haben Sie sich für die Hoffnung entschieden? Ja, ich denke, das liegt sehr nahe. In dem Jahr, was wir davor schon hatten, da auf die Hoffnung sehr aufzuspringen. Ich hatte auch diesen Grundsatz im Kopf noch ein bisschen, diesen Grundsatz des kreativen Schreibens, bring deinen Helden in eine unmögliche Situation und hol ihn dann da wieder raus. Und so eine Geschichte ist es dann auch geworden am Ende. Gut, dann wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dem Text. Ja, gerne. Im Bett. Da sind keine Augen, keine Blicke mehr, keiner, der dich abcheckt. Selbst deine eigenen Augen sind zugeklappt. Versuchen, alles auszusperren. Du glaubst nicht an Gott. Du hast nicht mal ein Poster von irgendeiner Band an der Wand. Könnte sein, dass alles leichter wäre, wenn du an irgendwas glauben könntest. Alles käme dir logischer vor oder vielleicht auch bloß rosa angestrichen. Keine Ahnung. Aber du könntest dir wenigstens einreden, dass dich einer bewacht. Der könnte Wache halten und du könntest schlafen. So aber ist es bloß dunkel, richtig finster. Das hältst du schlecht aus, also stehst du auf und ziehst das Rollo hoch. Da ist dieser glitzernde Punkt, ein paar Zentimeter über der Mundsichel und du fragst dich, was das ist. Sieht aus wie ein Flugzeug, bewegt sich aber überhaupt nicht. Du musst das wissen, jetzt sofort. Du schaltest den Computer ein, wartest, bis er hochgefahren ist, lockst dich ein und surfst eine Weile ziemlich planlos durch die Gegend. Aber dann landest du einen Treffer auf der Seite von irgendeinem Sterngucker-Verein. Die Venus. Der Punkt da ist die Venus. Du stehst wieder am Fenster, reißt es auf, siehst nochmal genau hin. Die Venus flackert wie eine winzige, kalte Flamme. Jetzt sieh dir das an. Sie zwinkert dir zu. Du guckst auf die Uhr. Es ist 3:30. Du steigst in deine Jeans, deine Schuhe, schleichst durch den Flur, ziehst die Wohnungstür hinter dir zu. Dann rennst du los, die Treppen runter, raus. Du brauchst ungefähr 10 Minuten für den Weg. Zeit genug. Könntest es dir nochmal überlegen. Aber der Countdown läuft. Als du auf der Brücke stehst, zögerst du. Dein Atem macht kleine, weiße Wolken im Licht der Straßenlaternen. Du beugst dich über die Brüstung und siehst nach unten. Die Strömung sieht man nicht, auch nicht die langen Ranken der dunklen Wasserpflanzen, die sich drin bewegen.
Deine Mutter hat dir früher Geschichten erzählt von dem Mädchen, das dort unten herumschwimmt. Einmal hast du es gesehen, als du noch ganz klein warst. Sie hatte keinen Fischschwanz, wo die Beine hätten sein sollen, aber ihre Haut glänzte so merkwürdig in der Sonne. Sie hatte silberne Schuppen überall da, wo andere Mädchen Sommersprossen haben. Jedenfalls kam dir das so vor, damals. Sie schwamm eine Kurve und verschwand unter der Brücke. Du hast dich von der Hand deiner Mutter losgerissen und bist auf die andere Seite von der Brücke gerannt, aber sie tauchte nicht mehr auf. Sie tauchte nie mehr auf, obwohl du danach immer auf sie gewartet hast. Bis du eigentlich zu alt warst, um noch an sowas zu glauben. Heute kriegst du sie garantiert nicht zu sehen. Dafür ist es zu dunkel. Also machst du nicht lange rum. Du guckst zur Venus hoch und sie blinkt und zwinkert noch einmal. Spring. Spring endlich. Jetzt. Die Kälte versetzt dir seitwärts einen harten Ruderschlag. Das Wasser schlägt dir die Zähne ins Fleisch, reißt an dir. Dann zerrt es dich weg, flussabwärts. Das ist das Letzte, woran du dich erinnerst. Danke. Vielen Dank. Nur ganz schnell noch zum Ablauf. Wir wechseln uns immer jeden dritten Monat ab, nicht wahr, Isabel? Alle zwei Monate geht es zwischen uns hin und her, genau. Ja. Das war jetzt ein Ausschnitt ungefähr aus der Mitte des Textes. Es ist ein längerer Text, wo wir diese Hauptfigur kennengelernt haben. Können Sie uns ein bisschen so erzählen, wer spricht oder wer spricht hier aus dieser Du-Perspektive? Ja, das ist ein Junge. Also in meiner Vorstellung ist er im Teenageralter, der eigentlich ziemlich an der Welt verzweifelt. Und er schildert also seinen Alltag am Anfang. Er schildert die komplizierte Beziehung zu einem Mädchen, in das er verliebt ist. Und er verzweifelt eben an den Katastrophen dieser Welt. Ne? Also unter anderem an den Abendnachrichten, die für ihn also einen schlimmeren Horror darstellen, als wenn er Lovecraft liest oder irgendwas im Horrorbereich. Er kann also kaum noch schlafen und er wartet immer auf dieses Zeichen, was also für ihn kommen soll. Mhm. Und dieses Zeichen führt ihn eben in den Selbstmord. Aber es gibt eine Wendung in der Geschichte. Natürlich. Also die Hoffnung kommt recht spät, aber sie kommt in den Text hinein dann. Und war das schwierig, die Sprache für diese Figur zu finden? Ich war sehr beeindruckt, wie authentisch dieser Junge klingt. Also man hat den sofort so vor dem Auge und im Ohr. Ich kann es nicht wirklich sagen. Also eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist schon, den Leuten zuzuhören und auch so Sprachfetzen aufzuschnappen auf der Straße. Ne? Also wenn man so im Getümmel ist man ja jetzt nicht mehr so wirklich unterwegs, aber Dinge aufzuschnappen und die dann zu verwenden. Also ja, diesen Sprachduktus sich anzueignen, das muss man dann schon machen. Aber ich denke auch, wenn man die Stimme mal hört, dann kann man weiter. Also man muss sie reden lassen, die Figuren, habe ich so den Eindruck immer. Ja. Und war dann schnell die ganze Geschichte da, wenn man mal die Stimme hat? Oder haben Sie noch viel umgestellt oder versucht, bis der Text da war? Also ich bin ein Schwerarbeiter, was Überarbeitungen angeht. Ich überarbeite sehr, sehr viel. Ich gehe also sehr, sehr oft über den Text und da verändert sich auch, da stellt man danach viel um und verändert viel. Das ist auch mit ein Grund, warum ich wahrscheinlich nie einen Roman veröffentlicht werde, ja, weil ich einfach an den kurzen Sachen zu viel mache. Ja, aber die Figur hat sich schnell entwickelt, aber die Geschichte, glaube ich, also der Plot, wenn man das so sagen kann, der hat länger gebraucht. Und ist sie zu Ende erzählt oder denken Sie, dass diese Figuren vielleicht von Ihnen noch weiter erzählt werden? Ist tatsächlich öfter mal aufgetaucht. Also dieser junge Mann, der taucht immer wieder unter neuem Namen in anderen Geschichten. Aber das ist bei mir sowieso so eine Sache, dass Geschichten untereinander vernetzt sind, einfach auch so gedanklich, ja.
Ich habe noch eine letzte Frage, die mich bei Ihrer Biografie interessiert hat. Wie wird man Stadtschreiberin in Bogotá? Das war ein ganz spezielles Projekt. Das war ausgeschrieben von einer NGO in Stuttgart. Also um das ganz kurz zusammenzufassen, die einen Austausch organisieren wollte, der ursprünglich aus dem Entwicklungsbereich, Stadtentwicklungsbereich kam. Und mein Kollege, mein kolumbianischer Kollege und ich, die wir ausgesucht wurden, dann war eben auch ein Wettbewerb im Gange, um sich da vorzustellen. Und wir beide haben uns dann mit dem spannenden Thema Brachflächen auseinandergesetzt, was literarisch natürlich nah an diesem Lost Places-Thema liegt und diesen ganzen Geschichten. Also es war ein sehr spannendes Projekt, ja. Waren sehr viele Partner auch beteiligt. Aber es war eine einmalige Sache, leider. Vielen Dank, Anke Laufer, für den Text und für das Gespräch. Und dann gehen wir in den Monat Februar. Da war das Thema Zorn. Und das ist der Text mit dem schönen Titel Wutwehr von Claudia Stump, die uns jetzt gleich auch hinten zugeschaltet wird. Und Claudia Stump, waren Sie heute schon wütend oder zornig? Ich hatte allen Grund dazu, ich hatte eine Autopanne, aber ich war nicht wütend wirklich, sondern eher so im Lösungsmodus, was muss ich als nächstes tun, damit ich irgendwann zwischen 6 und 7 hier an einem Rechner sitzen und im Zoom teilnehmen kann. Okay. Das hat sehr gut geklappt, also schön, dass die Gelassenheit Sie getragen hat, dass Sie heute doch bei uns sein können, trotz widriger Umstände. Claudia Stump ist Allround-Künstlerin, die den interdisziplinären Austausch der Künste suchte. Sie hat eine Ausbildung zur Schauspielerin in Hamburg gemacht. Sie hat dann 10 Jahre als festes Ensemblemitglied auf deutschen Theaterbühnen gespielt, hat dann ins Regiefach gewechselt, hat Theatertexte geschrieben, schreibt wahrscheinlich immer noch Theatertexte. Sie arbeitet freiberuflich mit Menschen mit und ohne Behinderung. Und als Schauspielerin steht sie mit selbstgeschriebenen Solostücken auf der Bühne und spielt Impro- und Playback-Theater. Und Sie haben sich das Thema Zorn ausgesucht. Wieso der Zorn aus unserer Auswahl an Gefühlen? Das war ein ganz praktischer Grund. Ich hatte von dem Wettbewerb, glaube ich, erst Ende Januar mitbekommen und dann es nicht mehr geschafft, zum Januar-Thema was zu schreiben. Und dann dachte ich, nehme ich halt das Februar-Thema in Angriff. Und ich fand die anderen Monate alle auch so toll. Und dann habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht mehr mitschreiben darf. Also es ist jetzt Meckern auf sehr hohem Niveau. Nein, ich habe mich sehr gefreut, dass es natürlich gleich für mich die erste Teilnahme so gut ausging. Aber ich bin sehr gespannt auf die anderen und freue mich da mega drauf. Wir sind zugeschaltet. Ah, woher sind Sie jetzt denn zugeschaltet, geografisch, nach der Autopanne? Also ich sitze jetzt in Frankfurt, weil hier die Leitungen besser sind und eigentlich komme ich aus Hopstetten in der Pfalz. Mhm. Das kennt kein Mensch. Und dann hört man einen Ausschnitt aus Wutwehr. Da ist dann der Plan entstanden. Hab viel nachgedacht und dann hatte ich die geniale Idee. Wirklich, muss ich mich selber loben. So eine geniale Idee. Ich bin in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Bam, da habe ich sie gefunden. Wir haben uns dort alles erzählt, was uns so passiert ist. Konnte ich gut mithalten. Habe ich auch mal das von meinem Vater erzählt. Ja, was soll ich sagen, hat gut getan, das mal rauszulassen. Weil die anderen hatten ja ähnliche Stories. Da konnte ich meine dazulegen. Es fängt immer zu Hause an. Der Vater, der Bruder, der Onkel, manchmal alle drei. Wir haben auch über andere Sachen geredet, normales Zeug. Eine, die hieß Sandra, wobei die Namen sind nicht echt, wegen anonym bleiben. Die hatte versucht, ihre kleine Schwester zu schützen. Sie hat sogar im Ehebett von ihrem Vater geschlafen, damit er die Kleine in Ruhe lässt. Aber der war echt böse. Die hatte auch keine Mutter mehr, genau wie ich. Gut, dann habe ich mit der so auf Freundschaft gemacht, habe zugehört, auch mal zusammen nach Hause gegangen. Wusste ich dann, wo sie wohnt, wie sie mit echten Nachnamen heißt. Ja, dann war es einfach, den Vater rauszukriegen. Der war wieder raus aus dem Knast. Den habe ich wie so ein echter Detektiv voll ausspioniert.
ohne dass der was merkt. Ich kann unauffällig sein, wenn ich das will. Ja, hab das alles aufgeschrieben, was der so tut, wo der hingeht. Menschen sind so, wie sagt man, ich wusste, was der als nächstes tut, verstehst du? Ja, genau, vorausschaubar. Cooles Gefühl, wenn du weißt, was der noch nicht weiß. Ich bin gar nicht so blöd. Jedenfalls kam dann der Plan. Bei dem war das so einfach. Der war versoffen. Jeden Samstag ist er in seine Kneipe. Und jeden Samstagnacht um 1 Uhr raus aus dem Laden. Kinderspiel, den fertig zu machen. Der hat das nicht mal mitgekriegt. Es war ein bisschen schade. Hat mich nicht angeguckt. War so zugedröhnt. Zusammengeklappt wie ein nasser Sack. Das Messer habe ich behalten. Das ist mein Glücksbringer. Ziel erreicht. Es hat ausgesehen wie ein Überfall wegen Geld. Stand auch so im Polizeibericht. Online, weißt du? Ach, klar weißt du das. Du gehörst ja auch zu dem Verein. Aber kannst du dich vielleicht noch dran erinnern? Nee? Egal. So, jedenfalls diese Sandra, oder wie auch immer sie in echt heißt, die habe ich dann nochmal getroffen. Habe ich sie so gefragt. Und, wie geht's? Und die voll angefangen zu heulen, dass ihr Papa jetzt tot seid. Kapiere ich nicht. Habe ich sie gefragt, warum sie jetzt nicht glücklich ist, wo das Schwein tot ist. Und sie so, nee, ja, ist sie schon glücklich, aber auch irgendwie nicht. Hey, das war krass. Ich frage sie, fühlst du dich nicht befreit jetzt? Und sie so, befreit? Nee, ich schleppe das weiter mit mir rum. Ist alles noch drin in mir. Okay, ich erwarte keine Dankbarkeit. Aber so? Ich dachte, das ist gut für sie. Hilft ihr irgendwie? Naja, scheiß der Hund drauf. Ich fand's gut, dass ich das gemacht habe. Man muss was tun. Jeder kriegt zurück. Für mich war das damals voll die Befreiung, als mein Vater tot war. Heulst du etwa? Geht dir an die Nieren, Frau Kommissar, ha? Vielen Dank. Was mir bei diesem Text sehr aufgefallen ist, ist der Sound. Man ist sofort in dieser wütenden Sprache drin, diese Soar da. Und wie sind Sie jetzt beim Thema Zorn? Was war der Anfang für diesen Text? Woher kam diese Figur und diese Sprache? Also es sind zwei Sachen. Also zum einen interessiert mich das Verhältnis von Lüge und Wahrheit. Und das ist ja ganz klar ein Monolog. Und ich habe angefangen, Geständnisse zu schreiben in Monologform, weil als Schauspielerin kann ich jetzt nicht auftreten oder nicht mehr so viel. Und das ist eine Möglichkeit, Corona-konform, also entweder über so ein Medium wie jetzt hier, so ein Livestream oder ein Zoom, oder eben auf der Bühne als Solo mehrere Monologe hintereinander zu machen. Und an dem Thema bin ich einfach dran seit einem halben Jahr. Und inhaltlich, naja, als Frau, also egal mit welchen Freundinnen oder Frauen ich darüber rede, jede Frau kennt sexuelle Übergriffe. Das ist normal, leider. Und ich habe mich einfach gefragt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn sich eine doch mal wehrt? Und das dann in der Übersteigerung mir bis zu dem Zorn ausgedacht, dass das auch mal anders ausgehen kann. Also dass ich Opfer, dass auch mal ein Opfer in die Wut, in die Aggression geht. Und sich da wie so ein Rächerin, wie so eine Rächerin bewegt. Und es ist eine sehr authentische Sprache, also scheiß der Hund drauf, haben wir mal gehört, das kommt immer wieder so ein bisschen leitmotivisch vor im Text. Ist das auch so ein bisschen was Gehörtes, Aufgeschnapptes, wie Sie diese Sprache entwickelt haben? Nö, das eigentlich nicht. Ich habe es einfach als Schauspielerin, kann ich mich sehr in eine Rolle reinsteigern und reinversetzen. Und daraus entstehen dann ellenlange Texte und dann ist natürlich die Kunst des Kürzens angesagt. Und so ein Motiv wie Scheiß der Hund drauf an einer Stelle, wo es ihr selbst zu nahe geht, ist dann einfach eingesetzt, um mit dieser Flapsigkeit über eigentlich eine hohe Emotionalität drüber zu gehen. Und was ich mich noch gefragt hatte, ist, wenn man den Text liest, es lebt durch die Sprache, es wird nichts beschrieben, wer wie ausschaut, wir haben eigentlich kein Bild dieser Frau. Haben Sie, wenn Sie schreiben, dann doch so ein Bild vor sich oder ist das eigentlich eine völlig offene Figur? Das ist eine gute Frage.
Ich hab ein ungefähres Bild, also weil sie ist so Mitte 20 und ich habe ein ungefähres Bild, weniger jetzt so, wie sie aussieht, welche Haarfarbe hat, als wie sie sich kleidet. Ja, also wie sie sich hinter Kleidung versteckt auch, um sich unauffällig zu machen. Das ist sehr konkret. Ja. Und Sie sind ja sehr stark im Theaterbereich tätig. Inwiefern hilft oder prägt diese Theaterwelt die Art, wie Sie schreiben? Schreiben Sie vor allem Theatertexte? Ja, bis jetzt ja. Und durch die Pandemiezeiten und das nicht mehr so viel arbeiten können, habe ich überlegt, was kann ich denn noch machen? Also wenn ich meine Bühnenkunst nicht mehr machen kann, mangels Bühne und Publikum, was kann ich dann machen? Und dann kann ich halt schreiben. Und jetzt sind sehr, sehr viele Geschichten entstanden, die nicht alle fürs Theater sind, also auch wirklich Kurzgeschichten. Ich habe den Traum immer noch, mal einen Roman zu schreiben und bin noch jung genug, um das auch zu machen oder werde alt genug, um das noch zu schaffen. Ja, aber es ist schon hilfreich, durch diese Art, wie ich als Schauspielerin an eine Rolle gehe oder wenn ich ein Stück konzipiere, dass ich sage, wie entwickelt sich eine Story, ne? Und was braucht eine Figur, um da sehr plastisch zu werden. Und Sprache ist natürlich das, also das mag ich einfach sehr, weil das so direkt ist, gerade fürs Theater. Vielen Dank, Claudia Stumpf, für diesen sehr schönen Text und wir warten auf den Roman. Und dann gehen wir jetzt in den März und zu Gesa Schneider. Genau. Ich drehe mal das hier. So, genau. Guten Abend. Ich freue mich sehr, Wolfgang Weinlechner hier zu begrüßen. Woher sind Sie zugeschaltet? Aus Wien. Aus Wien. Herr Wolfgang Weinlechner hat Germanistik, Geschichte und Geschichte studiert und jetzt zitiere ich aus der Biografie, hat als Nachtwächter, Getränkelieferant, Plakatierer, Kellner, Statist, Entwicklungszusammenarbeits-, Wanderausstellungschauffeur, Müllwerker, Messebauer unter anderem gearbeitet. Also wir haben ja jetzt wirklich ganz tolle Lebensläufe hier. Er ist Besitzer und Betreiber einer Fahrschule in Wien-Hütteldorf seit 2000, also seit über 20 Jahren. Er ist Vater eines Sohnes, Amateur in vielen Dingen und Schreiber von Geschichten, Gedichten und Romanen. Und er hat im März gewonnen, das Thema war Glück und der Titel ist Extreme Maßnahmen und ich würde vorschlagen, Sie fangen gerade an, einen Ausschnitt zu lesen. Sehr gerne. Nachdem das Ende immer das Wichtigste ist, lese ich einfach das Ende der Geschichte vor. Ja. Gut. Und ich hatte Zweifel, ob ich das Wort Arsch stehen lassen sollte, aber ich bin jetzt ermutigt, nachdem schon der Hund draufgeschissen ist. Ja. Also ich traue mich, das einfach vorzulesen. Was wisst ihr Typen von der Bank davon, wie der Himmel ist, denkt Robi. Ihr seid Hyänen, die mir ihre Vorsorgepläne in den Arsch schieben. Und was wisst ihr denn, ihr Aktionäre, ihr edlen Shareholder, ihr Couponschneider mit den goldenen Scheren, ihr Finanzheimis, ihr Prozent- und Promilleoptimierer, ihr Abschreiber, ihr Genussberechtigten, ihr Gewinnleser, ihr Offshore-Schwindler, ihr Chancenergreifer, ihr Stiftungsbegünstigten, ihr tüchtigen Erber, ihr Steuervermeider, ihr Vorausplaner, ihr Lamborghini-Vernichter, ihr Edelweinausspucker, ihr Störausrotter, ihr Austern-Einfliegenlasser, ihr 17-Zimmer-Haus mit 17 Badezimmern-Bewohner, ihr Unternehmer, ihr Übernehmer, ihr Vorteilsnehmer, ihr Nehmer. Ihr glaubt, dass ihr alles habt. Ihr habt nicht, was ich habe. Ich habe Kore und die Kleine und das Haus am See. Dies alles steht mir zu. Selbstverständlich sozial abgefedert und unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Fristen, sagte er, als die automatische Eingangstür der Bank zur Seite zischt, als hätte sie Angst vor seiner kalten Stimme. Sie tut recht daran, Angst zu haben. Niemand stellt sich zwischen ihn und sein Glück. Im Foyer der Bank zieht er sich die Trump-Maske über den Kopf und stürmt in den Schalterraum.
Niemand außer der Kassiererin da. Perfekt. Unter der Maske wird ihm schnell heiß, aber sie wird verhindern, dass er DNA verstreut. Die Fingerkuppen hat ihm Corey heute früh mit der ihr eigenen Sorgfalt mit Superkleber abgeklebt. Solche Dinge weiß sie wegen CSI. Er donnert einen Schuss in die Decke, lädt nach. Die Kassiererin verschränkt ihre Hände im Nacken. Sie blinzelt sich den Putz von der Decke aus den Augen, zieht Grimassen. Tränen ziehen Spuren durch den kalkigen Staub auf ihren Wangen. Der Filialleiter kommt aus seinem Kabuff. Er reißt die Augen auf und streckt die Arme so hoch in die Luft, wie er nur kann. Seine eigene Filiale zu besuchen, hätte Robi mehr Befriedigung verschafft. So gern hätte er diesen selbstgerechten Bankmenschen, der ihn finanziell zum Mann erhoben hat, vor sich gehabt, die Hände in der Höhe und schweigend. Vor allem schweigend. Über Doch die eigene Filzknacken wäre zu dämlich gewesen. Man bekommt nicht immer, was man will. Was er braucht, das holt Robi sich jetzt. Komm, sagt Robi bestimmt, aber höflich und legt die Einkaufstasche auf den Banktresen. Den Finger hat er immer am Abzug. Dankeschön. Wir können ja jetzt gar nicht von Spoiler reden, weil das ist ja jetzt der Schluss. Also wer ist denn dieser Robi? Können Sie uns das ein bisschen erzählen? Er wurde gefeuert von seiner Firma und hat beschlossen, nur mehr in Phrasen und Satzteilen seines Kündigungsgespräches zu kommunizieren. Und dann geht, Und dann, nachdem er beschlossen hat, kein Opfer, sondern ein Täter zu sein und sein Haus am See und seine Familie zu sichern, geht er halt in die Bank und hebt mit der Schrotflinte ab. Das ist die kurze Geschichte, die auch zu Wut gepasst hätte, aber Wut habe ich leider versäumt im Februar. So ist es ja Glück um die Ecke gedacht gewissermaßen, oder? Ja, genau. Der versucht sein Glück zu bewahren, zu sichern. Mit extremen Maßnahmen. Einen Begriff, der in seinem Kündigungsgespräch halt gehört hat und jetzt für sich verwendet. So wie man ja alle Dinge umdeuten kann und für sich selber verwenden kann, wenn man nur intensiv daran glaubt. Wie haben Sie denn die Geschichte geschrieben? Ich stelle mir das, wie verbinden Sie das Schreiben und das und Ihre Tätigkeit als Fahrlehrer oder als Besitzer einer Fahrschule? Naja, bin halt ein Freizeitschreiber, nicht? Also immer wenn ein Fahrschüler keine Zeit hat, dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und beginne zu schreiben. Also es ist geborgte Zeit. Es kommen Fahrschüler einfach nicht, die auf dem Plan stehen und dann habe ich Zeit, um zu schreiben. Mache das jetzt seit 15 Jahren und habe viel geschrieben. Die Geschichte, die ich bei Ihnen eingereicht habe, habe ich recycelt, die hatte ich 3 Jahre zuvor für einen österreichischen Wettbewerb eingereicht und dort ist sie sang- und klanglos untergegangen. Wie man allgemein bemerken kann, dass meine Arbeiten in Deutschland und in der Schweiz wesentlich mehr geschätzt werden als in Österreich. Woran das liegt, weiß ich leider. Aber das hätte ich Sie jetzt gerne gefragt. Keine Ahnung, ja, wirklich. Was ist denn da, der Robi, der zeichnet sich ja durch ein... Das ist ja ähnlich wie bei der anderen Geschichte, jemand, der entscheidet, sein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und ist das auch ein Zeichen, also die Geschichte, vor der Sie vor 3 Jahren geschrieben wurde, das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich habe das Gefühl, es ist auch ein Zeichen der Zeit, dass man Dinge wieder selbst in die Hand nehmen will und sei es in der Fiktion. Durchaus, nicht nur in der Fiktion. Also ich glaube, dass wir jetzt wieder alle im Aufbruch sind, dass wir diese schlimmen Geschichten abschütteln, die uns jetzt seit 2, 3 Jahren beuteln. Ne? Und ja, ich meine, ich schreibe halt nicht nur über angenehme Zeitgenossen, denn ich möchte diesem Mann nicht begegnen, wenn ich da gerade Kunde der Bank bin und der stürmt rein mit einer Maske und schießt in die Ecke oder so. Aber man muss auch über unangenehme Menschen, glaube ich, schreiben. Nicht? Oder man darf das zumindest. Auf jeden Fall. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Und für diese Geschichte des Monats März Glück und hoffe, dass weiterhin viele Fahrschüler ausfallen.
dass Sie... Darf ich noch eine kurze Anmerkung machen? Ja. Also ich warte nicht auf den Roman, dass er kommt, sondern den habe ich bereits geschrieben und befinde mich gerade auf Verlagssuche. Und vielleicht schaut ihr ein Verleger zu. Das wäre großartig. Einen historischen Roman, der im Wien des Jahres 1908 spielt, geschrieben. Der spielt dort im Zeitungsmilieu. Und der Plan liegt halt, also der Roman liegt vor. Und ich diene mich jetzt vielen Verlagen an, mit der entsprechenden Frustrationstoleranz, die ich dazu benötige. Na? Und ja. Wollte ich bloß noch gesagt haben. Es ist jetzt live und es bleibt online und wir drücken die Daumen ganz fest. Dankeschön. Danke. Bis. Und wir gehen weiter zum Monat April. April war das Thema Scham und ich begrüße Inga Brock ganz herzlich. Guten Abend, woher sind Sie zugeschaltet? Aus Karlsruhe. Ist das wie bei Wetten, dass, oder? Ja, so, aus Karlsruhe. Inga Brock war Redakteurin bei einer großen Regionalzeitung. Ich frage sie dann nachher, welche. Sie verfasst Song- und Werbetexte. Sie arbeitet auch unter anderem auch als Fotografin, Pressesprecherin, Buchhändlerin, Sterbebegleiterin. Sie sehen, wir haben hier wirklich sehr, sehr interessante vielfältige Biografien. Wenn sie nicht gerade liest, schreibt oder fotografiert, betreut sie Kinder an einer Grundschule. Sie hat eine erwachsene Tochter, lebt mit ihrem Mann in Karlsruhe und 2017 erschien ihr Kunstgeschichtband Unklare Verhältnisse im Verlag Lindemanns Bibliothek. Und jetzt freue ich mich, einen Ausschnitt zu hören aus der Geschichte mit dem Titel Der Eklige. Das Ekligste am Ekligen war sein Gestank. Man roch ihn, bevor man ihn sah. Und dann erschrak man. Und dann verscheuchte man ihn fast automatisch. Etwas so dermaßen Krankes ging von ihm aus. Etwas so Verlorenes, etwas so Zerstörtes, dass man ihn nicht ertrug. Alle verscheuchten ihn. Alte, Kinder, Leute, die einem sympathisch waren und Leute, die viel zu laut waren und ihre Liegen schon im Morgengrauen mit Handtüchern belegt hatten. Auch Tierfreunde verjagten ihn und solche, die zu Hause noch heulend zugesehen hatten, wie hinter ihrem kleinen Liebling die Tür der Hundepension ins Schloss gefallen war. Manche vertrieben ihn verstohlen, mit einer drohenden Ausruhebewegung und mit Hilfe eines dicken Wälzers oder einer Zeitung. Andere hemmungslos, mit einer Fußladung Sand, mit einem gebrüllten Go, mit einem gewürgten Ausruf, dem angeekeltes Erschrecken vorangeht, mit einem gezischten Kst. Keiner hatte dem Ekligen jemals einen Tritt verpasst, in seine braune Schnauze nicht und auch nicht in seine ausgemergelte Flanke. Denn dazu hätte man ihn mit dem nackten Fuß berühren müssen und das wäre unvorstellbar eklig gewesen. Und so grausam, als würde man etwas bereits Verwesendes mit einem Knüppel bearbeiten. Der beste Freund des Hundes, er war und blieb ja auch Mensch. Er wäre ein schöner Hund gewesen, hätte ihm das Leben nicht so sehr zugesetzt. Sein Fell musste einmal hellbraun gewesen sein und kurz, so wie das Fell vieler Tempelhunde in Myanmar. Er war größer als die anderen im Rudel und hatte kluge, dunkle Augen. Und auch wenn seine freudlose Heimat ein Strand war und ein daran angrenzendes, verwildertes Stück Land, in dem verfallene Hütten zuwucherten und ein Dutzend Hunde ums Überleben kämpften, so hatte er doch die gleiche Ausstrahlung wie manche der Mönche. Der Eklige wirkte wie ein komplett einsamer, in einer Gemeinschaft gezeichneter. Es war seine Haut, die stank wie der Tod, die sich in Falten warf wie die Haut eines Elefanten, eines uralten Dickhäuters, der gerne im Staub badet, um Parasiten loszuwerden. Die Hülle des Ekligen sah so rau und zerfurcht aus, wie etwas längst Vertrocknetes, Verbranntes, wie etwas, das schon lange von uns gegangen war.
Pro Quadratzentimeter Haut kämpfte sich tapfer ein borstiges Haar durch die Epidermis. Der Eklige ließ sich leicht verjagen. Er war auf der Hut und suchte doch gleichzeitig die Nähe der Menschen. So wirkte sein Verhalten fast wie ein Spiel. Ein Spiel, das außer ihm allerdings keinen Spaß zu machen schien. Wie er unter die Liegestühle der Menschen kroch, an ihren Handtüchern schnüffelte, sich ihm zu Füßen legte. Vielen Dank. Gerne. Das war diesmal der Anfang der Geschichte und nicht das Ende. Das ist ja jetzt noch die Exposition. Können Sie noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie sich die Geschichte dann weiterentwickelt? Also es gab da mehrere Ebenen der Scham. Also zum einen gab es diesen Hund. Diese Geschichte ist wirklich passiert. Also ich habe da nichts erfunden, ich habe das so erlebt. Und es gab die Menschen, die sich geekelt haben. Es gab dann andere Gäste dort, die sich komisch verhalten haben, die sich gegenseitig verraten und beschämt haben. Am Ende der Geschichte ist der Hund nicht mehr da und dann wird er vermisst. Und auch aus Scham, weil man sich vorher nicht gekümmert hat. Aber wie gesagt, da gibt es viele verschiedene Ebenen von Scham in der Geschichte. Vielleicht kommen wir da nochmal drauf zurück, aber es ist ja so, das ist ja dieser Hund, der Eklige, der ist ja in einem Ferienresort, kann man sagen. Und Hotelanlage. In einer Hotelanlage. Und da interessiert mich jetzt doch, das ist ja auch wieder wie vorher bei Glück auch ein bisschen um die Ecke gedacht. Wie haben Sie jetzt den Ekel und die Scham verknüpft? Also Sie haben es eben angedeutet, Scham der Gäste, die sich... Eigentlich hat die Scham mit dem Ekel nur insofern was zu tun, dass man sich keiner um den Hund eigentlich kümmert. Ja, der ist ja voller Parasiten, vielleicht hat man ihn mal irgendwie baden müssen oder man hätte irgendwie ihn jedenfalls anders behandeln sollen. Aber die Scham mit dem Verhalten der Menschen zu tun, die sich eben nicht kümmern und anderer Menschen, die dann auch dahin kommen und sich daneben benehmen. Die Touristen, die sich dort daneben benehmen, die Leute, die sich untereinander nicht gut verhalten, die Dinge tun oder Dinge sagen oder Dinge unterlassen, für die man sich eigentlich schämen sollte oder für die man sich selber auch schämt, etwas dann nicht getan zu haben oder etwas nicht gesagt zu haben oder im Gegenteil etwas Falsches gesagt zu haben oder etwas nicht Gutes. Ja. Es gibt ja, Sie sind ja dann als Erzählerin auch in einer Beobachterposition. Hat das auch damit zu tun, dass Sie das selbst erlebt haben, wie Sie vorhin gesagt haben, also diese Episode, das, was nachher noch passiert, und wussten Sie da schon, dass Sie eine Geschichte draus schreiben wollen? Also in der Geschichte ist es so, dass es ja, ich wusste nicht, dass ich eine Geschichte drüber schreibe, ich habe mir Notizen gemacht. Das mache ich oft, wenn ich unterwegs bin, ich schreibe irgendwas auf, das wird vielen so gehen, die schreiben und dann fällt es mir wieder ein und dann setze ich mich hin und dann schreibe ich aber, dann schreibe ich es runter und verändere eigentlich auch nicht viel. Entweder stimmt es so oder nicht. Und das Einzige, was in der Geschichte irgendwie persönlich ist, dass das Ende vielleicht auch für den Hund noch gut werden kann. Man weiß nicht, wohin er verschwunden ist, aber könnte auch ja einfach nicht mehr leben. Aber man kann auch hoffen, ja. Mhm. Ja. Wie hängt für Sie denn Fotografieren und Schreiben zusammen? Es hängt ganz, ganz arg zusammen, weil jetzt wie so ein Hund am Strand, den ich sehe, klick, ist es ja wie ein Foto, das ich mache. Also so fotografiere ich auch. Und ein Foto ist eine Geschichte eigentlich auch, ja, oder entwickelt sich daraus. Aber kann es auch wirklich sein, ein Bild, eine ganze Geschichte. Und bei diesem Hund war es ja letztlich auch nur der Hund am Strand und wie er da unter der Liege lag zum Beispiel. Es hängt für mich total eng zusammen. Ist auch was sammeln oder was wahrnehmen. Es geht ums Wahrnehmen, glaube ich, ja. Haben Sie jetzt schreiben Sie an neuen Geschichten, die sich auch mit dem Wahrnehmen beschäftigen? Ich glaube, die beschäftigen sich immer mit dem Wahrnehmen, okay. Ja. Okay. Und ich schreibe ja immer wieder zwischendurch. Also ich mache ja nicht alle Tätigkeiten zusammen, die Sie vorhin geschildert haben, aber es gibt immer so Phasen, da schreibe ich tatsächlich viel oder ich lasse es auch mal wochenlang sein. Vielen herzlichen Dank, Inga Brock. Gerne. Und vielen Dank für die schöne Geschichte. Und wir sind natürlich jetzt hier in einem unglaublichen Run und gehen gerade weiter zum Monat Mai. Vielen Dank. Gerne. Ja, im Mai war das Thema Freude und ich begrüße ganz herzlich Anna Thea Jäger.
fragmentiert das Porträt einer Suchenden, war der Text. Ich weiß, wo Sie her sind, aber woher sind Sie zugeschaltet? Aus Zürich. Anna Thierjäger ist nämlich unsere einzige Gewinnerin aus der Schweiz in diesem Jahr, hätte eigentlich faktisch auf der Bühne sein können und hat dann netterweise zugestimmt, dass wir quasi alle Lesenden gleichermaßen via Zoom einladen heute Abend. Und wir haben eine kurze und eine lange Biografie von ihr. Ich lese mal beide vor. Die kurze ist, sie lebt, denkt und schreibt in Zürich, doktoriert an der Universität Zürich und arbeitet samstags im Restaurant Schlauch, was ganz in der Nähe vom Literaturhaus ist. Und die lange, die geht so. Anna Thierjäger hat wie alle viele Möglichkeiten, ihre Biografie zu erzählen, braucht nur einige Episoden auszuwählen, zu betonen, andere zu verschweigen. Schon wird sie fassbar, lässt sich einordnen, entspricht den Kategorien. Doch was ist ein Selbst? Wie ist ihres? Wer ist sie? Ein Augenblick, ein Lebensgefühl, das dem anderen nachjagt, ist alles und nichts gleichzeitig. Immer wieder suchend, immer wieder neu, immer wieder sie. Und das ist, finde ich, eine schöne Überleitung zu dem Text, den sie uns geschickt hat. Und ich bitte Sie jetzt, eine Passage daraus zu lesen. Morgens. Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich morgens noch vor dem ersten Blinzeln ereignislos auf den Tag freut. Es ist aber auch nicht selbstverständlich, dies nicht zu tun. Ich stelle fest, dass ich dir nie gesagt habe, warum ich so traurig bin. Einer, ein Alter, hat dir mal gesagt, haben Sie überhaupt jemals nach dem Recht Ihres Daseins gefragt? Tür zu, Kopf ab, so stand sie da. Stand einfach nur da, mitten im Raum, enthüllt und zerdrückt unter der Last ihrer Blicke, zu entrückt, sich bewegen zu können. Und hätte all das nicht schon gereicht, die unterdrückten Tränen innerlich nicht schon unlängst zum Schmelzen gebracht, fügt er trocken, aber hartnäckig hinzu. So suchen Sie sich doch einfach einen anderen Planeten, denn hier verstehen wir Sie nun wirklich nicht. Mittags hat das Licht die meiste Kraft, dann kennt das Licht kein Pardon. Jeder Winkel wird bis ins Kleinste definiert. Alles ist jetzt klar umrissen, bekommt seine harten Schatten zugeworfen. Ich denke, es wäre besser, sie zu verschlafen, die Mittagszeit. Was fehlt, ist die Kontinuität. Einig ist man sich, ein Mangelwesen. Auch ihre Stimme, sie ist brüchig. Abbruch, Umbruch, Ausbruch. Das alles kennt, wer sie kennt. Es sind die Sorgenkinder, deren Herzen schön Öl tief aus dem Innern an die Oberfläche der Leichtigkeit gedrängt werden, wo sie sich ausbreiten, bis ihre ölige Dunkelheit alles verschluckt hat. Es sind diese Herzen, von denen man sich gerne abwenden würde. Abwenden, weil sie die Kraft innehaben, die eigene Sonne zu verdunkeln, die eigene Integrität zu bedrohen. Wenn man also an sie denkt, an ihre Geschichten, muss man selbst schauen, dass man nicht vor die Hunde geht, traurig wird. Es bleibt wichtig, sich in diesen Geschichten seiner Haut bewusst zu sein. Man muss schauen, dass man weiß, dass man sie hat, diese schützende Haut, die sich wie eine Mauer zwischen die eigene Innerlichkeit und jene der anderen stellt. Und trotzdem, man darf sich nicht nur auf die Düsterheit in ihren Worten beschränken. Man muss sich die Mühe machen, die Schönheit erkennen zu wollen. Man kann nicht einfach sagen, oh, wie ist das anstrengend, so wie Alice tut. Weil wenn man das tut, wird man ihnen und ihren Geschichten nicht gerecht. Dann verkennt man die Schönheit der Kraft, mit denen sich ihre Gedanken zu formen vermögen. Verkennt, dass es die Verkehrten, die Entrückten sind, welche die alte Welt zum Tanzen bringen. Man kann sich also entziehen und keiner Seele außer sich selbst was Gutes tun. Oder man geht raus und teilt. Teilt all die Rosen, die man hat, statt sie nachts einsam und versteckt zu gießen. Denn man muss sie küssen, muss sie schütteln, muss sie rütteln, die eingesperrten Herzen mit den blauen Flecken. Man muss schreien, immerzu weiter schreien. Geht hinaus, hinaus mit euch, fasst Mut, nur Mut. Lasst sie euch ertragen, lasst sie euch genießen. Denn tut man das alles nicht, ja, dann bleibt man ein Idiot, dann bleibt man so wie er. Abends entschwinden die Farben, ehe sich eine neue Welt finden kann. Da ist kein Druck, geliebt zu werden, und darum liebe ich dich. Flüchtig geküsst, kein Blick zurück. Schaut da, schön Wetter am Ende des Tunnels. Wir fahren gen Süden, fahren jetzt. Eine von Milliarden. Kein Gramm mehr wert, wiegt ihre Lebenszeit. Zum Glück. Vielen Dank. Einer der längeren Texte in diesem Band. Sie haben jetzt auch einige Passagen gelesen, die nicht direkt aneinander angeschlossen sind.
Markant ist eigentlich diese Erzählhaltung. Und wer ist diese Stimme oder diese Perspektive, die uns hier diesen Text erzählt? Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Fragment, also es ist assoziativ und ich glaube, ich hatte auch im Kopf verschiedene Bilder und Gefühle. Ich glaube, also es gab schon auch eine Person im Mittelpunkt, eine Freundin, die eine Inspiration war, aber ich glaube, am Ende ging es mir wie mehr darum, dass ich wollte, dass gewisse Gefühle oder Bilder hervorgerufen werden, wenn man es liest oder hört. Und es war vielleicht gar nicht mal so mein Anspruch, dass man so wie meine Geschichte versteht, sondern es war vielleicht mehr so wie mein Wunsch, dass halt jeder und jede das hört und sich dann wie, glaube ich, so ein bisschen seine eigene Geschichte daraus basteln kann oder imaginieren kann. Aber natürlich gibt es auch so ja, gewisse Personen, die da mich mehr inspiriert haben als andere. Es ist so ein bisschen ein Stream of Consciousness, den man so lesend mitverfolgt. Und ab und zu gibt es Zeitangaben, gestern 16:37 und dann 18:37. Haben Sie das auch so streammäßig geschrieben? War die Uhrzeit dann, dass Sie geschaut haben, jetzt ist 16:37 oder war das rein zufällig? Nein, es war, also der ganze Text ist quasi wie eine Collage, die ich gemacht habe, aus verschiedenen Fragmenten, weil ich gerne so kurze Fragmente oder auch kurze Bilder einfach skizziere oder notiere. Und dann war quasi wie so mein Versuch, mit dem Tagesablauf und auch der Zeit so eine Struktur reinzubringen, die irgendwie dann das Ganze doch ein bisschen lesbarer macht oder genießbarer macht, als wenn es dann nur so einzelne lose Assoziationen und Fragmente gewesen wären. Ja, keine Ahnung. Und das Thema Mai war die Freude und es gibt immer wieder, kommt das Wort auch im Text vor. Wie sehr war das jetzt, wie sehr hat das Ihrem Schreiben Anstoß gegeben, dass Sie die Freude immer wieder gesucht haben? Wie haben Sie sich dem angenähert? Ja, ich hatte, glaube ich, einfach so ganz viele Erlebnisse gehabt, wo ich Menschen begegnet bin, denen ich einfach so viel mehr Freude gewünscht hätte. Und ich glaube, es war wie, ja, ich dachte, ich gehe einmal durch so einen Tag durch und bringe am Ende auch so irgendwie wie etwas wie den Abend und das Versöhnliche und den Ausblick. Und ich glaube, das war für mich die Freude und dieses irgendwo ankommen und sich zugehörig fühlen und nicht mehr so lost sein. Mhm. Ja. Und haben Sie Schreibrituale? Wir haben gehört, eben vom Beobachten, Wörter aufschnappen. Was ist für Sie wichtig, ganz konkret, wenn Sie schreiben? Das Ding ist, dass ich schreibe ja eigentlich so richtig erst seit 2 Jahren. Also davor war es halt wie einfach so ein Instrument. Und seit 2 Jahren habe ich wie so meine eigene Freude daran entdeckt. Und ich glaube, mir fehlen noch diese Rituale. Oder mir fehlt auch das Selbstvertrauen, dann wirklich dazu zu stehen. Aber am liebsten schreibe ich, wenn ich unterwegs bin. Wenn ich gehe, dann im Kopf. Handy. Auf dem Handy? Nein, okay. Mein Handy schreiben. Und ist ein Roman ein Thema, wie Sie es jetzt schon gehört haben, oder noch nicht? Schön wäre es. Ich würde mich freuen, wenn ich mich öfters trauen würde zu schreiben. Ja, mal schauen. Ja. Wir sind gespannt. Also wir sind uns im Restaurant Schlauch. Ja, morgen. Und wer in Zürich ist, sehr empfehlenswert. Und vielen Dank an Anatia Jäger und wir kommen jetzt, wir nehmen uns der Jahresmitte, kommen in den Juni. Da hat Simon Schmidt den Text Der Angriff uns eingereicht und das Thema war die Angst. Herzlich willkommen. Sie sind jetzt in... Ich bin in Dresden gerade. Schönen guten Dresden. Abend. Okay. Guten Abend. Simon Schmidt ist in Burg bei Magdeburg geboren. Er ist gelernter Vermessungstechniker, studiert Bauingenieurwesen an der TU Dresden. Er schreibt überwiegend historische und autofiktionale Geschichten oder auch Verse für Kinderbücher. Sein aktuelles Projekt ist eine Coming-of-Age-Story aus den späten 20er Jahren über das Loseisen von elterlichem Leid. Und er schreibt, dass er in einem Verlag bisher noch nicht veröffentlicht hat. Und wir hören jetzt auch einen Ausschnitt aus Ihrer Geschichte. Gerne. Was tät ich nicht alles und nie schritt ich zur Tat. Wie wir da fuhren, wir drei,
auf unseren Rädern und zogen eng verschlungene Spuren im Sand, denn im Sand ließen sie Spuren so gut sehen. Da fragte ich, wann meine eigene zu Ende ging, wann ich sie verloren habe und die Welt ein blanker Türknopf wurde. Ich drehe mich um und kann nicht sagen, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Scheiße, das macht mir Angst. Wir drei auf unseren Rädern. Kai fährt an der Spitze, seine Schwester Helen hinter ihm, ich am Ende. Dem Alter nach wäre mein Platz in der Mitte, doch es stört mich, dass Kai als Ältester nicht hinten fährt. Deshalb springe ich für ihn in die Bretsche. Er sitzt auf dem Fahrrad seiner Mutter, denn die würde es nicht vermissen, sagt er. Ist gemütlich, und ich schaue auf mein eigenes hinab, über das ich mich weniger freue, als an dem Tag, als ich es bekam. Eigentlich will ich Kai für seinen breiten Sattel und die große Klingel auslachen. Doch er ist jemand, den auszulachen keine Freude macht. Das unterscheidet ihn von mir. Wir fahren an den Kleingärten entlang, der Bach zu unserer Rechten. Ich trete dreimal steif in die Pedale und gebe mich der Illusion hin, mein Rad würde sich von allein bewegen. Die Parzellen enden und der Weg schlägt grobschlächtig in ein grünes Feld, wie eine Axt, die wir mit jedem Besuch dieser Idylle tiefer hineintreiben. Es ist ein Pfad, der nur uns gehört, denn wir haben ihn mit unseren Spuren gehaspelt und er wird bleiben, solange wir wiederkommen. Ich erschrecke nicht, als der Schrei der Gleise über die Wiesen gellt. Er ertönt häufig. Ich erkenne ihn an seiner weißen Farbe und jedes Mal ist es, als würde sich das Toastbecken meiner Welt nach außen stülpen. Der Güterzug beschreibt einen weiten Bogen, der uns Rückendeckung gibt, und ich sehe, wie die Schatten seiner Waggons über Helens vollmondblonde Strähnen flackern. Ganz sicher nicht an diesem Tag, denn die Sonne steht noch hoch und die Schienen sind weit entfernt, doch ich sehe es genau. Wir lassen die Räder ins Gras fallen, Kai am vorsichtigsten. Hier ist das Ufer breit, die Böschung steil und von Bäumen gesäumt. Alte Eschen sind das, mit schwarzfauliger Rinde, wo das Grün der Blätter erst weit über unseren ausgestreckten Fingern beginnt. Sie halten ihre gebrochenen Arme verschränkt, doch wir tauchen darunter hindurch, dorthin, wo der Bach nun ganz nah ist. Er plätschert hell wie ein blaues, mit Schellen verziertes Band. Er ist flach und schnell. Trotzdem trinken wir nicht davon, denn nur ferne Wasser machen uns Durst. Jemand ist hier gewesen, sagt Helen. Sie wirkt gekränkt und ich sehe, wie sie zurück zu den Fahrrädern blickt. Im Unterholz stinkt es nach Nässe und Müll, doch ich fühle mich mutig, als ich mir mit den Händen eine Schneise zu unserem Versteck schlage. Ich bin mit der Bestie vertraut. Ich mache mir vor, dass es etwas zu fürchten gibt und fürchte es nicht. Das ist mein nutzloser Mut. Vielen Dank. Danke. Sie haben uns den Anfang des Textes vorgelesen. Wer ist diese Hauptfigur, die hier spricht? Können Sie die ein bisschen näher beschreiben? Ja, die Hauptfigur wird ein junger Erwachsener sein. Und die Stimme ist eine Art Erinnerung, die für sich selbst spricht und sich selbst ein bisschen erzählt. Auch ganz fragmentarisch, immer mal wieder von Zeitsprüngen durchbrochen, wie man sich halt erinnert, genau. Also mir ist ein bisschen auch Stand by Me eingefallen oder so andere Szenen über diesen Schrecken des Erwachsenwerdens auch, wenn man das liest. Wir haben gehört, dass Sie eine Coming-of-Age-Geschichte schreiben. Ist das irgendwie auch, hat das was damit zu tun oder ist das was ganz anderes? Ja, definitiv. Es gibt einige Orte, die sich auch doppeln. Und natürlich ist es ein Thema, was mich privat beschäftigt, ganz klar. Und gerade in dem Text ist das ja auch diese Gegenüberstellung einer ganz subtilen Angst, die aus Gefahr resultiert, wie man sie als Kind kennt, und entgegengesetzt die Angst des eigentlichen Erzählers, diese ganzen Zeiten zu vermissen, sich nicht mehr daran erinnern zu können und diese Zeiten wieder herbeizusehen, in denen es noch diese richtige Angst gab. Und also die Angst ist ja wirklich sehr präsent in diesem Text. War auch hier das Thema so ausschlaggebend, dass Sie sich damit befasst haben, oder war der Text Ihnen vorher auch schon angelegt? Ja, den Text hatte ich sogar schon ein Jahr davor geschrieben. Der hat ein bisschen darauf gewartet, eingesendet zu werden. Und wir haben gehört, dass Sie ganz viel schreiben. Wann haben Sie mit Schreiben angefangen? Ich habe mit 14 angefangen, 2012, und habe die ersten Jahre, also die ersten 7 Jahre bestimmt nur Fantasy geschrieben. Okay. Und das hat sich dann langsam zu Gegenwartsliteratur geändert. Haben Sie das veröffentlicht, die Fantasy-Bücher? Ja, tatsächlich war es am Ende nur eins. Also ich habe es bestimmt 3-mal geschrieben, immer dasselbe. Und es ist wirklich ellenlang geworden. Und am Ende habe ich es dann im Self-Publishing
veröffentlicht, um es in der Hand zu haben. Und es war dann auch ein kleiner Ritterschlag für mich, sage ich mal, dass ich wusste, jetzt kann ich mich vielleicht größeren widmen und weiß, wo ich stehe. Ja, okay. Und Fantasy-Bücher sind ja meistens über 500 Seiten, 600 Seiten, war das auch so ein riesiges Buch dann, wenn Sie sagen, Ellen? Ja, das waren ungefähr 950 Normseiten am Ende. Genau. Und dann, also historische Geschichten, ist es jetzt ein neues Projekt, an dem Sie arbeiten? Genau, das Projekt, was ich in der Biografie beschrieben habe, war so eine Art Romanentwurf oder eigentlich auch ein fertiger Roman, den ich im letzten Frühling, Sommer geschrieben habe. Und mit dem bin ich dann auch zu einer sehr tollen Literaturagentur in München gekommen und jetzt arbeite ich so ein bisschen an meinem Debüt. Ja. Oh, okay. Und letzte Frage noch zu Ihrem Text, was ja sehr schön war, waren wirklich diese sehr poetischen Bilder, eine sehr spezielle Sprache, man bleibt sehr oft hängen. Da habe ich mich gefragt, wie Sie schreiben, wie stellt sich das ein, wie sehr arbeiten Sie noch daran? Ja, also dieses bildliche Beschreiben war das, was mich von Anfang an eigentlich gepackt hat im Schreiben an sich, dass ich logische Zusammenhänge auf andere Sprachbilder übertragen habe, um irgendwie was zu erzeugen. Und gerade bei dem Text kenne ich die Stelle, an der es für mich stattfindet, natürlich selbst und bin da auch mit dem Fahrrad hingefahren und versuche das ein bisschen einzufangen. Und wie das bei Erinnerungen so ist, ist ja oft das Zentrum des Auges sehr verschwommen und dafür die Ränder ganz klar. Und dadurch war für mich recht schnell klar, welche Geräusche und Bilder essentiell sind. Vielen Dank, Simon Schmidt, für diesen Text und gutes Schreiben am Debüt, also an einem der Debüts. Danke. Und wir sind jetzt in der Mitte des Jahres angelangt. Es ist Zeit, ein bisschen über die Jury zu sprechen, die all diese Texte ausgewählt hat. Genau, und wir sehen noch mal wieder in der Mitte des Jahres alle Schreibenden im Hintergrund wieder. Genau, also wir sind jetzt in der Mitte, aber wir haben die zeitliche Mitte schon überschritten. Deshalb werde ich nur ganz schnell mich ganz, ganz herzlich, also im Namen von Isabel vom Literaturhaus, von mir, bei der Jury bedanken und kurz sagen, wer ist. Und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Das ist Florian Bissig, er ist Kulturjournalist für verschiedene Zeitungen, er ist Lyrikspezialist, Übersetzer aus dem Englischen, hat eine Biografie über Coleridge verfasst. Das ist Katharina Fingerhut, sie bewegt sich zwischen Literatur und Wirtschaft, sie arbeitet bei der Stadt Zürich und sie hat ihre eigene Firma Textfund gegründet im Kommunikationsbereich. Elisa Fuchs, sie ist Romanistin, sie ist Spezialistin für afrikanische Literatur. Sie hat in Afrika als Gymnasiallehrerin gearbeitet, in der Schweiz für verschiedene Hilfswerke. Sie schreibt Literaturkritiken und Rezensionen. Das ist Lea Heuer. Sie ist Praktikantin bei uns im Literaturhaus. Sie fängt jetzt ihr Masterstudium an und sie ist auch in der Jury der Kurzfilmtage Winterthur. Das ist Christoph Kuhn. Er ist ebenfalls Journalist, Kulturjournalist. Er war lange in Südamerika. Er war verantwortlich für den Kulturteil des Tagesanzeigers. Er schreibt heute unter anderem für Journal 21. Und das ist Jens Nielsen. Er ist Autor, Schriftsteller. Er hat mehrere Spoken-Word-Bände veröffentlicht, einen der Schweizer Literaturpreise gewonnen. Und vor seiner Jury-Tätigkeit hat er auch einmal den Schreibwettbewerb gewonnen, und zwar 2011. Und das ist Davina Rogers, sie hat Germanistik studiert, sie hat auch einmal im Literaturhaus gearbeitet vor längerer Zeit, sie arbeitet momentan auch im Bereich der Kommunikation und sie ist am allerlängsten schon in der Jury. Und Isabel und ich noch dazu, wir sind auch beide Literaturwissenschaftlerinnen, haben unterschiedlich, Isabel in Polnisch, also in über polnische Nationalliteraturen promoviert, ich in der Germanistik über Kafka und Fotografie. Wir sind jetzt beide schon auch ziemlich lange, also ich jetzt 8 Jahre und du über 10 Jahre hier im Literaturhaus tätig. Und wir alle sind die Jury. Und wie muss man sich das vorstellen, wenn man denkt, das sind über 1000 Seiten pro Monat? Es ist auch nicht die gesamte Jury, also sondern sind immer 3 bis 4 Personen, die sich treffen, einmal im Monat und diese Texte, die Auswahl der Texte sehr genau, sehr akribisch, sehr respektvoll besprechen, diskutieren, aushandeln, tentativ. Wir machen sicher kein Punktesystem, sondern wir besprechen diese Texte.
Und was man auch wissen muss, ist, die Texte werden wirklich anonym eingereicht. Wir wissen nicht, von wem sie kommen, ob Männer, Frauen, Alter und so weiter. Das spielt keine Rolle und das ist auch ganz entscheidend. Und auch die Region nicht. Das hat jetzt zur Folge, dass unser Wettbewerb so erfolgreich ist, dass er jetzt im gesamten deutschsprachigen Raum wahrgenommen wird. Und wie man auch anhand der Biografien sieht, sind die Gewinnerinnen und Gewinner allesamt Menschen, die sich wirklich intensivst mit dem Schreiben befassen. Und das finden wir nach wie vor auch wichtig und eine große Bereicherung für uns. Und diese Juryerfahrung ist immer wieder auch in diesem Austausch sehr wertvoll. Habe ich was vergessen, Isabel? Nein. Und wir hoffen, dass wir diesen Wettbewerb weiterführen können. Es ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil unserer Tätigkeit, aber ein Literaturhaus ist nicht nur dafür da, das zu Anschauung oder zu dem Publikum nahezubringen, was schon da ist, was von Verlagen ausgewählt wird, sondern wir haben da eben auch die Möglichkeit, das ist eines unserer Projekte, wo wir Texten eine Sichtbarkeit geben, die eben sonst keine Veröffentlichung hätten, also sozusagen auch eine Form von Nachwuchsförderung. Das kann man vielleicht ergänzen, wir gehen ja 21 Jahre zurück, dass es immer wieder Namen gibt, Schreibende, die man dann wieder trifft, die dann den Bachmann-Preis gewinnen, die Romane herausgeben, die dann plötzlich auch sonst bei uns auf der Bühne sind. Also es sind oft, sieht man sich dann mehrfach wieder mit verschiedenen Texten. Genau, vielleicht sollten wir da mal eine Liste machen der erfolgreichsten Gewinnerinnen und Gewinner. Und jetzt gehen wir auch schon über zum Monat Juli. Habe ich was vergessen? Nein. Okay. Gehen wir auch schon über zum Monat Juli. Und da war der Monat Begehren. Und ich möchte sehr herzlich Olaf Laheine begrüßen. Herzlich willkommen. Woher sind Sie zugeschaltet? Auch aus Wien. Auch aus Wien. Wunderbar. Olaf Laheine ist in Niedersachsen aufgewachsen und er lebt aber seit 1997 schon in Wien, wo er als Wissenschaftler an der Technischen Universität tätig ist. Seit 2008 veröffentlicht er Zeitungsartikel, hat ein Sachbuch veröffentlicht und 120 Kurzgeschichten aus allen Genres in Anthologien und Zeitschriften. Einige Geschichten wurden bei Wettbewerben prämiert und 5 Short-Story-Sammlungen sind als E-Books oder Printbücher erhältlich. Und der Text von Olaf Laheine heißt Umbra Mortis und ich würde Sie bitten, jetzt einen Ausschnitt daraus vorzulesen. Ich lese gleich den Anfang. Mhm. Alles begann mit dem Ave Maria. Klar, ich kannte das Stück schon, den Text heißt das auch auf Latein. Ave Maria, Gratia plena, Dominus tecum und so. Als Schülerin vom Stiftsinternat, da kann ich das, da können wir alle das im Schlaf hersagen. Auch gesungen hatte ich es schon, aber nur im Chor als eine unter 5, 7 oder 9 Sopranistinnen. Sogar auf Beerdigungen sangen wir es schon. Aber diesmal, da stand das Ave Maria eben auch am Anfang. Zusammen mit Pater Gabriel. Gabriel, das war der neue Stimmbildner im Stiftsgymnasium. Und an jenem Tag, da besuchte er das erste Mal die Proben unseres Schülerchores. Den leitet seit vielen, vielen Jahren Pater Josef. Eine Weile hörte Gabriel zu, sah auch zu, versteht sich. Und irgendwann, da meinte er, dass ich doch das Solo im Ave Maria singen könne. Vorausgesetzt heißt das, ich erhalte etwas Einzelunterricht von ihm. Klar, die anderen Girls im Chor, die lästerten mit Gabriels Hilfe. Da wird die Maria zur Maria Annunziata, passend zur Adventszeit, die wir gerade hatten. Er wird ja schon die frohe Botschaft verkünden und so, wie man halt so ist, als Stiftschüler und Schülerin. Speziell, wenn der Lehrer hier jung ist und fesch, soweit ein Benediktiner halt fesch sein kann, heißt das. So gingen wir 2 Proberäume weiter, während Pater Josef mit dem Chor weiter gregorianische Gesänge übte, vor allem eine Advent-Antiphon, Splendor Lucis Aeterna, Veni et Illumina Sedentes in Tenebris, et Umbra Mortis, Glanz des ewigen Lichts, Todesschatten und all das. Ich konnte es auch noch hören, wie Gabriel die Tür hinter uns schloss und abschloss, Magna Lux Divinitatis, Quam Nulla Umbra Mortis und so, bis Gabriel sich an den Flügel setzte, um mein Solo durchzugehen. Wir kamen gut voran, glaube ich, bis zum Mater Dei.
Da war Gabriel scheinbar nicht so glücklich mit meiner Intonation. Zu viel Vibrato, zu viel Pathos. Das ist schließlich kein Mendelssohn, meinte er. Daher stand er vom Klavier auf, trat an mich heran und fasste mit beiden Händen sanft an meinen Kehlkopf, während ich sang und während drüben der Chor sich mit dem Umbra Mortis herumschlug. Immer wieder Lux und Umbra mit den so schwierigen hohen und tiefen Tönen. Offenbar war Pater Josef nicht zufrieden mit dem Zusammenklang von Männer- und Frauenstimmen. Auch Gabriel lauschte ihm eine Weile. Ich dürfe, meinte er dann, meinen Text nicht nur als Gesang sehen, als eine stimmliche Herausforderung, es ist Gottesdienst. Ob ich wüsste, dass Maria, als der Engel Gabriel sich hier offenbarte, wohl auch als 14 oder 15 war, höchstens 16, so wie ich, eben eher jung als Frau, so rein, so unschuldig und doch gewiss begehrenswert. Ja, das wusste ich, sagte ich nur, um irgendwas zu sagen. Tatsächlich hatte Pater Georg im Unterricht etwas in der Art erklärt, Mysterium, ewige Jungfräulichkeit, Botschaft der Liebe und all das halt. Soweit. Der Text, das Thema ist ja Begehren. Der Text heißt Umbra Mortis. Für die, die in dieses Lateinischen nicht so sicher sind, was heißt das? Todesschatten. Todesschatten. Und können Sie uns dazu noch ein bisschen was sagen zum Titel und zum Thema? Naja, das Ganze spielt da, wie gesagt, in einem Stiftsinternat und im Rahmen eines Chores, einer Chorprobe, und da wird halt viel natürlich auf Latein gesungen. Und wenn man sich die Texte mal auf Deutsch ansieht oder ansehen würde, ist das ja eigentlich manchmal ziemlich drastisch, was da aber drin steht. Und das habe ich jetzt sozusagen auch teilweise mit in den Text mit eingeschrieben. Was ja auch mitspielt, ist so eine gewisse Ambivalenz des Begehrens oder auch eine Gefahr des Begehrens, könnte man sagen. Und vielleicht auch eine Vermeidung von Klischees, wenn man jetzt man erwartet was anderes als das, was dann passiert. Haben Sie da auch so versucht, das eben nicht, nicht das Offensichtliche nicht zu erzählen und was anderes zu erzählen? Genau, ich habe halt auch versucht, das ein bisschen gegen das Klischee zu bügeln. Und meine Hauptfigur hat sicher auch einiges von anderen Figuren, die wir heute Abend schon kennengelernt haben. Also nicht, sicherlich nicht die klassische Opferrolle. Mhm. Kennen Sie sich aus in diesen, haben Sie auch was mit Musik zu tun? Das hat ja sehr viel mit dieser Text selbst. Eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich nur rein passiver Konsument, aber sondern halt hauptsächlich auf klassischer Musik. Was ist, Sie haben geschrieben in Ihrer Biografie, dass Sie Wissenschaftler sind. In welchem Bereich? Ich bin diplomierter Physiker und bin jetzt promovierter Bauingenieur sozusagen an der TU. Also völlig andere Richtung. Wir haben gerade zweimal hintereinander technische Autoren, die von einem technischen Hintergrund haben. Das zeigt wieder auch diese Vielfältigkeit der Biografien. Wie hatten Sie die Geschichte schon, wie sind Sie auf den Wettbewerb gestoßen? Das würde mich jetzt ganz konkret auch in diesem Fall interessieren. Übers Internet, ganz klassisch sozusagen. Wann ich genau das erste Mal davon gehört habe, weiß ich jetzt nicht. Ich habe, glaube ich, auch bei einigen anderen Monaten schon vorher teilgenommen, aber diese Geschichte kam offenbar ganz gut an. Wenn Sie 120 Geschichten schon veröffentlicht haben, wie lange brauchen Sie in etwa für eine Geschichte, um eine Geschichte zu schreiben? Das reine Schreiben, typischerweise eine Woche. Dann vielleicht noch ein, zwei Wochen überarbeiten. Das ist ich glaube, es gibt ganz verschiedene Tempi. Ich danke Ihnen ganz herzlich auch für diese Geschichte und fürs Mitmachen und würde jetzt schon gerade übergehen zum Monat August. Vielen herzlichen Dank, Olaf Laheine. Gerne.
Und jetzt möchte ich ganz herzlich begrüßen. Bin ich dran? Bist du dran? Ich bin dran. Moment, jetzt habe ich hier einen Kuddelmuddel. Ja, genau, danke. Da sieht man mal, das ist gar nicht so einfach, das alles perfekt zu koordinieren. Ich habe das, genau, direkt drunter. Annegret Mühl, herzlich willkommen, guten Abend. Woher sind Sie zugeschaltet? Ich bin auch aus Dresden zugeschaltet. Okay. Ich freue mich, dass wir hier zweifach vertreten sind. Ja, und aus einem schönen Fachwerkhaus, wie ich sehe. Ja, also es ist ein Dorf, ein eingemeindetes Dorf. Es ist nicht der Stadtkern, wie Sie sehen. Genau. Ja, also, ja. Und Sie arbeiten als Sozialpädagogin, leben mit Ihrer Familie in Dresden und neben Kurzgeschichten widmen Sie sich dem deutsch-polnischen Jugendbuchmanuskript Mutabor, lass dich verwandeln. Mit lebendigen Bibliotheken verbindet sie die Arbeit mit Menschen und die Liebe zu Geschichten. Und ihre Kurzgeschichte Der Himmel über Rio de Janeiro gewann den antiviralen Kieselschreiber-Wettbewerb 2021. Hoffentlich haben wir nachher noch Gelegenheit, zu diesem Wettbewerb etwas zu sagen. Das Thema August war Sanftmut und der Titel ist Systemfehler. Ich lese den Anfang der Geschichte. Systemfehler. Sie hat Angst vor mir. Ihr starrer Blick und die versteifte Muskulatur verraten sie. Anstatt mich und meine 1,93 Körpergröße zu ignorieren, kauert sie sich zusammen, presst ihre Würde in die Schablone potenzieller Opfer. Es ist nach 23 Uhr. Der neonbeleuchtete Waschsalon wirkt ebenso trostlos wie die abgeschiedene Seitenstraße. Sie weiß, dass ich weiß, wie ungünstig sie sitzt. Der Platz neben dem Kaffeeautomaten ist eine Sackgasse. Jeder, der hereinkommt, blockiert automatisch den einzigen Ausweg. Sie hat die Arme vors Dekolleté gepresst. Schlanke Finger krampfen sich weißknöchrig um den Schlüsselbund. Hastige, flache Atemzüge scheitern daran, hinter der Alltagsmaske Gelassenheit zu mimen. Ruhig einatmen, bis 7 zählen, langsam ausatmen, höre ich mich sagen. Keine Furcht zeigen, junge Frau. Es gibt Typen, die das antörnt. Sie klingt zynisch und sie ein bisschen naiv. Warum kann ich nicht einfach die Klappe halten? Das ist kein Präventionskurs. Also Münzen in den Schlitz, muffige Wäsche in die Maschine. Und wieder herausnehmen. Ich muss erst mal die Taschen entleeren. Schließlich hat Camillus mitgewaschener GRW-Hefter daheim die Waschmaschine geschrottet. GRW steht für Gemeinschaftskunde, Recht und Wirtschaft. Camillo steht für Contra. In meiner alten Hose finde ich meinen Notizblock Wir bleiben mehr, stark gegen rechts, zusammen mit dem verdächtigen, auf 18 endenden Autokennzeichen. 1 und 8, der erste und achte Buchstabe des Alphabets, A und H, Adolf Hitler. Aus Camillos Jeans zerre ich ein Papiertaschentuch, Zigarettenpapier und einen bekritzelten Zettel. Dienstag, HJ-Treffen. Das ist es also. Ich atme ein, zähle bis 7, atme aus. Die Horde Minderjähriger mit der eigenwilligen Geschichtsinterpretation, dem Hang zu Verschwörungstheorien und Schnellfeuerwaffen hat sich erst kürzlich in unserem Stadtteil formiert. Netter Arbeitsweg für dich, meinte unser V-Mann bei den Identitären. Ist mein Sohn? Error, das Display der Waschmaschine flackert. Fehler im System. Ich trete gegen den Waschautomat. Ein wohltuender Schmerz flutet mein Knöchel. Wann genau habe ich Cavillo verloren? Error. Mit lautem Geklimper werden meine Münzen freigegeben. Keine Frage, ich versprühe Autorität. Manchmal zu viel, wie Joanna findet. Außerdem nervt sie, dass ich bei Butterfly nicht an ein Insekt denke, sondern an ein Faltmesser. Soweit. Das ist jetzt eine Geschichte in der Ich-Perspektive. Wer ist denn dieses Ich für unsere Zuhörenden und Zuschauenden? Ja, der Ich-Erzähler ist ein Polizist
von einem Spezialkommando gegen Neonazis, ein Mensch, der sehr viel arbeitet, der weiß, wie die Welt funktioniert, wie das System funktioniert und ja, in diesem Denken sehr tief drin steckt. Und wie hängen für Sie auch dieser Sanftmut und Systemfehler zusammen? Das ist ja auch, ich sehe so einen roten Faden eigentlich jetzt in den ganzen Geschichten, die wir gehört haben. Aber ja, ich finde, Sanftmut hat mich das Wort sehr angesprochen, eine ganz tolle Kombination, die Mut, sanft zu sein und eine Sanftheit, die auch Kraft in sich trägt. Und das ist, was in der Geschichte ihm nahegebracht wird durch diese Frau, die am Anfang vor ihm Angst haben scheint, eine junge Frau, die sozusagen auch auf ihren Sohn einen ganz anderen Blick hat. Und das erlebe ich als sehr heilsam oder das überhaupt an dieser Sanftmut, dass es sehr wertschätzend und ist und sehr viel Perspektivwechsel zulässt auch. Und so geschieht das dann auch in der Geschichte. Genau. Und die eigentliche Bedrohung ist dann woanders. Das ist ja, auch. Also ich kann ja das. Genau, kurz aufzulösen. Die Geschichte ist entstanden, als ich in der Grundschule im Elternabend saß und etwas davon irritiert war, dass die Lehrerin HJ immer wieder verwendete als Abkürzung für Halbjahr. Und das ist am Ende auch der Knackungskausus der Geschichte, dass er in seinem Sohn einen Rechten sieht, der er so nicht ist. Genau. Und damit spiele ich sehr gerne in meinem Schreiben mit den Erwartungen, die man hat, mit Doppeldeutigkeiten. Davon ist die Welt voll und ja, man kann sie ganz wunderbar verwenden. Wie integrieren Sie das Schreiben in Ihren Alltag? Schreiben Sie morgens, mittags, abends, nachts? Ja, das ist schwierig. Ich versuche morgens zu schreiben, an Tagen, wo das möglich ist, am Wochenende. Genau, ich bin sehr eingebunden, aber oft schreibe ich auch einfach mit im Alltag und halte die Ohren offen. Ich hatte jetzt von Arbeit aus mit einer Frau zu tun, die mit unserem Projekt kooperieren wollte und sie hat gesagt, ich möchte so gern etwas für die gesellschaftliche Gemeinheit tun. Und da habe ich gedacht, oh, wie toll, was haben Sie gesagt? Es sind dann so ganz kleine Dreher und da versuche ich einfach dran zu bleiben oder auch Menschen mir zu merken, wie die sprechen, wie wir das heute Abend auch schon hatten. Ja, und bin von dieser Vielfalt sehr begeistert. Also oft ist es ein Nebenherschreiben. Genau. Und dann haben Sie ja diesen Kieselschreibwettbewerb gewonnen. Was ist das für ein Wettbewerb? Ja, das ist eine ganz tolle Sache. Da hat sich eine Theatergruppe aus Bangen auf die Fahne geschrieben, ein Stück zu schreiben über die Corona-Zeit oder eher über die Bewältigung dieser. Und die haben Kurzgeschichten gesucht und haben daraus ein Programm zusammengestellt, eine szenische Lesung. Hm. Genau. Und leider hat Corona da auch einen Strich durchgemacht. Diese szenische Lesung durfte so nicht stattfinden jetzt im Herbst. Aber ich war trotzdem dort und habe die Gruppe kennengelernt und es gibt hoffentlich eine Aufführung jetzt in diesem Jahr. Ja, da drücken wir die Daumen. Vielen herzlichen Dank, Annegret Mühl, für diesen Text des Monats August, Systemfehler. Und wir gehen schon weiter zum Monat September. Danke. Genau, und im September war das Thema Neid. Und ich begrüße herzlich Gabriele Palm-Funke bei uns. Wir bleiben in der Region. Woher sind Sie zugeschaltet? Aus Leipzig. Aus Leipzig. Genau, Gabriele Palm-Funk hat uns geschrieben in der Kurzbio, sie lebt mit ihrer Familie in Leipzig. Nach einem Hochschulstudium in der DDR und dem Abschluss als Diplom-Theologin war sie nach dem Mauerfall beruflich in verschiedenen sozialen Feldern unterwegs und seit gut zwei Jahrzehnten ist sie tätig als Beraterin für Organisationsentwicklung. Sie ist Supervisorin, sie ist Coach und sie schreibt Lyrik und kurze Prosa, bisher unveröffentlicht. Und ihr Text heißt Kotzemäuschel. Über das Wort werden wir sicher noch sprechen. Und ich bitte Sie jetzt, einen Ausschnitt vorzulesen. Es war kurz vor vier, als wir in Kuschemischel ankamen. Zuerst nach Hause, dann ins Hotel nach Glogau, sagte Vater. Du bist gut gefahren, mein Junge, gut gemacht. Er tätschelte Juris Arm. Vaters Stimme zitterte, als er ihm den Weg wies. Am Glockenturm links, dann rechts, ein paar Meter geradeaus, da müsste es sein. Wir hatten einen Marienschrein am Zaun, sagte Vater. Mutter schrie auf, da ist er, der Schrein. Es gab keine Klingel am Gartentor, aber die hatten wir damals ja auch nicht, meinte Vater, wozu auch. Alles fast so, wie es war, sprach er leise vor sich hin.
Wir gingen auf ein geducktes Haus zu. Die Fenster, matte Augen, die Wände, wunde Haut, das Dach, verlorene Hoffnung, der Schornstein, gebrochener Stolz. Platz für zwei, noch sechs Menschen und eine Ziege wunden ein Tier. In der Tür eine Frau ohne Alter, dunkel gekleidet, sie sagte, guten Tag, ich Post bekommen, ich warten auf Sie. Gen dobrze, sprach Vater. Mutter rief hastig, Jackie, Jackie. Vater und Juri mussten ihre Köpfe einziehen, um durch die Tür ins Haus zu kommen. Sie mussten auch in der Stube ihre Köpfe einziehen, um nicht an die Decke zu stoßen. Guter Mann, bitte setzen, sagte die Frau. Oder andere kann man sehen. Vater sagte, jetzt nicht, lieber morgen, wenn mehr Licht ist. Jutro, jutro. Die Frau schenkte uns Kaffee ein und schob uns Kekse hin. Juri nahm einen Keks, Vater sprach, Mutter sprach, die Frau sprach, sie sprachen mit Händen und Füßen. Es war laut in der engen Stube, sehr laut, aber ich verstand nicht mehr, was sie sagten. Ab und zu nur drang ein Dobsche zu mir durch. Hier also hat Großmutter gesessen und aus dem winzigen Fenster gesehen. Von hier aus hat Großmutter ihre Ziege beobachtet, die Einäugige, die sie am Birnbaum festgebunden hatte. Es gab keinen Birnbaum mehr. Ich sah ein paar Hühner auf der Wiese herumlaufen. An der Pumpe saß eine schwarze Katze. Sie starrte aufs Gras, wartete auf ihr Opfer. Meine Augen wanderten zur Stubendecke, an der ein Klebestreifen mit Totenfliegen baumelte, zu den ausgetretenen Dielen, zur buckligen, geweißten Wand mit dem Kreuz, an dem der Auferstandene hing. Er hing schon damals dort, dachte ich. Er hat schon damals zugesehen. Ich schwieg und wartete auf den Augenblick, in dem ich zu Juri sagen würde, der Neid ist nur eine Krücke, mit der jemand nach dem Schatten wirft, der ihn sein Leben lang verfolgt. Wie kann man etwas verlieren, das man gar nicht besaß? Das hier ist kein Haus, das ist eine Karte. Hier lebte schon damals die Armut, hier wohnt schon immer die Scham. Vielen Dank. Sie haben uns den Schluss des Textes vorgelesen. Vieles kann man sich denken anhand von dem, was man gehört hat, aber trotzdem die Frage zum Kontext. Wann, wo spielt diese Geschichte? Die Geschichte spielt kurz nach dem Mauerfall. Da kommt die Familie auf die Idee, das steht da so nicht drin, die fahren in den Geburtsort des Vaters, der in Niederschlesien liegt. Mutter, Vater, die Ich-Erzählerin, die Emma und der Juri. Und da kommt jetzt der Titel ins Spiel, dieses Kotzemischl, genau. Was ja sehr ungewöhnlich klingt, das polnische Kotzemischl, was Sie am Anfang vorgelesen haben. Genau, ja, das ist eigentlich der Name Kotzemischl, der ist also 37 abgelöst worden durch Dammfeld dann unter Hitler. Und im 13. Jahrhundert gab es schon mal so eine slawische Form, Koschemischl, so ähnlich. Das heißt wahrscheinlich Katze von Kott oder ja. Und ich habe mich beim Lesen ein bisschen gefragt, ob das auch mit Ihrer ganz persönlichen Familiengeschichte zu tun hat. Ja, es ist der Geburtsort meines Vaters und es gab auch die Fahrt nach der Wende dorthin. Ja. Und ist es etwas, ein literarisches Thema, das schon länger beschäftigt? Ist es ein längerer Text auch? Ich durfte ja nur 15.000 Zeichen schicken. Aber es gibt schon mehr Zeichen. Ich habe schon mehr Kapitel geschrieben. Genau. Und wie ist jetzt der Thema war ja Neid im September, wie ist jetzt der Neid in diese Geschichte hineingekommen? Der Neid, also ich bin auch im Sommer auf den Wettbewerb gestoßen und habe dann gesehen, ach, Neid ist das nächste Thema, das ich machen kann, das nehme ich. Und für mich war eigentlich, ich hatte mir immer schon Gedanken gemacht, woher kommen manche Phänomene in meiner Familie oder welche Rolle spielt
spielen Flucht und Vertreibung, die Kriegskinder, die sofort alles verloren haben, ihr Zuhause. Welche Folgen hat das? Und das tauchte dann mit dem Wettbewerbsthema wieder auf. Ja. Also das war so die Idee, das nochmal durchzudeklinieren, bestimmte Themen und unter dieser Überschrift zu beschreiben. Ja. Da gab es, Sie haben ihn gelesen, diesen fantastischen Satz, ich lese ihn nochmal, der Neid ist nur eine Krücke, mit der jemand nach dem Schatten wirft, der ihn sein Leben lang verfolgt hat. Kann man ja ewig drüber nachdenken. Ja, weil ich denke, der Schatten, man muss den Schatten irgendwann anschauen. Sich vielleicht mal umdrehen und gucken, was war das? Ich bin gleich nach der Wende auch auf ein Buch von Verena Kast gestoßen, Eifersucht und Neid, das ist diese Schweizer Psychotherapeutin. Und da hatte ich eine Ausbildung gemacht und Trauerbegleitungsausbildung und das habe ich damals gelesen und das hat mich immer so ein Stück begleitet, das Thema. Dann genau, ja, die und ja, sie spricht ja da auch davon, dass es wichtig ist, zu schauen, was ist das, was einen verfolgt. Und sie verteidigt auch den Neid, das finde ich auch wichtig, zu gucken, was für Entwicklungsthemen stecken drin. Das ist in dem Text angedeutet, in der Figur der Emma. Ja. Und wir haben gehört, dass Sie Lyrik und Prosa schreiben. Wie ist das so nebeneinander her? Oder gibt es Phasen, wo Sie dann eher Gedichte schreiben? Ich habe im letzten Jahr ganz viel Gedichte geschrieben. Ich habe eigentlich erst letztes Jahr im März wieder angefangen, intensiv zu schreiben. Ich hatte Zeiten, wo ich mehr Geschichten gesammelt habe, sage ich manchmal. So auch beruflich bedingt. Und es wechselt ab und ich verwende auch gerne so poetische Bilder in der Prosa dann, ja. Also ich mache beides. Das ist eine Frage auch der Stimmung und der Zeit. Mhm. Ja. Und zur Zeit schreibe ich sehr viel. Ich will das auch als Roman dann fertigstellen. Ja. Emmas Erinnerung. Ja. Wo sind Sie so zeitlich im Roman? In der Mitte, schon gegen Ende? Oh, erst einmal, also im ersten Drittel, okay, würde ich sagen. Ja. Also, vielen Dank für diesen Einblick und auch hier gutes Schreiben und wir freuen uns dann auf den ganzen Roman. Vielen Dank, Gabriele Palm-Funke. Bitte. Und wir schreiten in den Oktober. Da war das Thema Sehnsucht ein sehr, sehr, sehr beliebtes Thema im Jahresverlauf. Und das war der Text von Lucy Kolb mit dem Titel, das muss ich kurz nachschauen, Der Kormoran. Woher sind Sie uns zugeschaltet? Aus Hannover. Okay, ich glaube, das ist fast geografisch am weitesten weg heute Abend in Luftlinie. Lucy Kolb ist in einem oberbayerischen Dorf aufgewachsen, schreibt sie in der Kurzbiografie. Umgeben von hohen Bergen und tiefen Wäldern, verbrachte sie ihre Zeit damit, Abenteuer in Wirklichkeit oder auch in ihrem Kopf zu erleben. Mit einem Umweg über Mainz verschlug sie nach Hannover. Sie ist Sozialpädagogin und arbeitet in der Suchthilfe. 2019 erschien ihr erstes Kinderbuch. Suppenwetter oder eine Geschichte vom Stehlen, Schenken und Wegwerfen ist im Südpol Verlag erschienen. Und was hat Sie an der Sehnsucht interessiert? Also das ist so, dass ich den Text tatsächlich auch schon hatte und den Wettbewerb dann gesehen habe und mir gedacht, okay, das passt. Mhm. Ja, also das hat ganz wunderbar gepasst. Und wir hören jetzt auch einen Ausschnitt aus dem Kormoran. Ich bin depressiv, aber nicht verrückt. Trotzdem saß heute Morgen ein Kormoran in meiner Küche. Er starrte mich an, ich starrte ihn an. Seine Augen waren grün. Als er die Flügel ausbreitete, zuckte ich zusammen. Wo kommst du denn her? Sagte ich leise mit einer Stimme, die man eben für Tiere oder kleine Kinder benutzt. Der Kormoran antwortete nicht. Natürlich nicht. Wenn der Kormoran in meiner Küche sprechen könnte, dann wäre ich wirklich verrückt. Außerdem war offensichtlich, wo er herkam. Er war durch das offene Fenster hereingeflogen. Das Fenster stand deshalb auf, weil ich abends gerne in der Küche einen Joint rauchte.
Und manchmal, wenn ich gutes Gras hatte, vergaß ich, das Fenster wieder zuzumachen. Vielleicht war der Kormoran auch der Beginn einer drogeninduzierten Psychose. Kein schöner Gedanke. Was machen wir denn jetzt? Fragte ich und merkte, dass ich das Wort wir schon eine ganze Weile nicht mehr benutzt hatte. Der Kormoran antwortete immer noch nicht. Zum Glück. Ich entschied mich für das Naheliegendste. Es war Morgen, ich wollte Kaffee. Die Kaffeemaschine stand schräg hinter dem Kormoran auf der Arbeitsplatte. Ich ging mit langsamen Schritten auf sie zu. Dabei machte ich einen möglichst großen Bogen um den Kormoran und ließ ihn nicht aus den Augen. Er hielt es genauso. Als er sich in meine Richtung drehte, fielen mir seine Füße auf. Schwarze Wasservogel-Patsche-Füße. Ich war mir nicht sicher, ob es hier überhaupt Wasser gab. In der Stadt jedenfalls nicht. Wenn dann außerhalb. Einige Tümpel. Der Kormoran war ganz schön vom Weg abgekommen. Während der Kaffee durchlief, standen wir uns still gegenüber. Es war ein großer Vogel. Sein Gefieder war leuchtend schwarz mit einem Stich ins Grüne. Nur in der Brust war es etwas heller. Mit seinem Schnabel konnte er vermutlich Dosen öffnen. Oder was auch immer. Endlich war der Kaffee fertig. Mir wurde nämlich langsam schwindelig von der ganzen Anstarrerei. Ich schnappte mir meine Tasse und ging ins Wohnzimmer. Auf Milch verzichtete ich heute. Der Kormoran stand zu nah am Kühlschrank. Ich setzte mich an den Schreibtisch und fuhr den Rechner hoch. Kormoran, tippte ich in die Suchmaske. Es erschien ein Bild von genau der Art Vogel wie in meiner Küche. Natürlich wusste ich das schon von Lilly, meiner Ex-Freundin. Lilly hatte es fast 7 Monate mit mir ausgehalten. Dann hatte sie mir die Pistole auf die Brust gesetzt. Therapie oder Beziehungsende. Lilly kannte sich gut aus mit Vögeln und Pflanzen. Der Kormoran in meiner Küche war vielleicht ein guter Anlass, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Auf jeden Fall sollte ich ein Foto von ihm machen. Aber erst las ich noch ein bisschen im Internet. Kormorane leben in großen Gruppen, stand da. Dann musste sich der Arme ziemlich alleine fühlen. Außerdem sind sie gute Taucher und Fischjäger. Ihr Gefieder ist nicht wasserdicht, weshalb sie oft ihre Flügel ausbreiten, um sie zu trocknen. Wie eben in meiner Küche, wobei der Kormoran gar nicht nass ausgesehen hatte. Aber Menschen kratzen sich auch manchmal, obwohl es sie nicht juckt. Übersprungshandlung nennt man das. Vielen Dank. Das war der Anfang, den Sie gelesen haben. Wie kam der Kormoran in diesen Text? Ja, also es gibt tatsächlich in Hannover Kormorane. Hannover ist ziemlich grün und wenn ich hier in der Nähe spazieren gehe, dann begegnen mir ziemlich oft Kormorane. Und das ist dann so, wie wenn man irgendwie in Gesprächsfetzen aufschnappt. Ja, so kam der dahin. Ja. Also eigentlich war auch so der Vogel so die Ausgangsidee, dass Sie dachten, ich möchte so einen Vogel mal beschreiben? Ja, irgendwie schon. Also weil die haben was sehr Majestätisches, finde ich, oder was sehr, sehr Schönes. Und es ist irgendwie selten, dass sie einem in der Stadt begegnen eigentlich. Und deswegen immer was Besonderes, genau. Und, ja. Und was mich sehr beeindruckt hat, als ich den Text gelesen hatte, war, dass man es gehört, dass eigentlich jedes Wort sitzt und es muss irgendwie alles so erzählt sein. Ich habe mich dann gefragt, wie ist das beim Schreiben auch so, dass das so geflossen ist oder ist da ganz viel Bearbeitung dahinter? Nee, es ist schon so geflossen. Also es ist so geflossen, klar ist es auch überarbeitet und gekürzt, so ein paar unnötige Sachen rausgekürzt. Aber es ist geflossen, ja. Und das eine ist ja der Kormoran, das andere ist der Ich-Erzähler des Textes. War der dann auch so schnell da wie der Vogel oder war das schwieriger, dann diese Erzählstimme zu finden? Nö, eigentlich nicht. Das hat sich so gut ineinander ergeben und hat sich einfach so ineinander gepasst quasi. Und also Sie sind ja in der Suchthilfe, schreiben Sie, und diese Ich-Erzählstimme ist ja durchaus jemand, der auch ein bisschen Probleme hat, der da auch irgendwie Gras raucht und so depressive Phasen hat. Sind das dann auch so wie Erlebnisse aus der Arbeit, die dann in die Geschichte hineinfließen? Ein bisschen, ja. Also ich arbeite hauptsächlich mit alkoholabhängigen Menschen, aber so dieses Thema Einsamkeit ist ganz großes Thema bei denen.
Ja. Und haben Sie so Schreibrituale eben, also der Dinge, die Sie beobachten, aber gibt es anderes, was Ihnen wichtig ist beim Schreiben? Wir haben jetzt gehört, Leute, die auf dem Handy schreiben oder die auch Gedichte schreiben. Also bei mir ist es auch, als ich so dieses Schreiben während dem Gehen gehört habe, habe ich gedacht, ah ja, das ist bei mir aber dann nicht ins Handy, sondern einfach wirklich im Kopf, dass sich während dem Gehen dann schon so eine Geschichte entwickelt, die dann ganz schnell aufgeschrieben werden muss. Ja, genau. Mhm. Und worum ging es in Ihrem Kinderbuch? Da geht es um ein Mädchen, das neu in eine Stadt zieht und auch sich so ein bisschen alleine fühlt und dann jemand kennenlernt, einen Erwachsenen, den Kurt, der mit seinem Suppenfahrrad Suppe verkauft. Und sie freundet sich mit dem an und dann wird das Suppenfahrrad gestohlen und Anni macht sich mit einem Freund zusammen auf den Weg, das wiederzufinden. Genau, und findet dabei auch noch einige Sachen über die Suppe raus und ja. Und was sind die nächsten Schreibprojekte, die Sie haben? Ich arbeite gerade an einem Kinderbuch wieder. Ja, okay. Ja. Und auch was Längeres, ein Roman in Sicht oder bleiben Sie eher bei der kurzen Form, bei den Erzählungen? Momentan bleibe ich eher noch bei den kurzen Sachen, glaube ich, ja. Vielen Dank für den wunderbaren Kormoran und diese Einblicke und gutes Schreiben beim Kinderbuch. Und Dankeschön. Wir kommen zum November. So. Guten Abend. Jetzt möchte ich sehr herzlich Markus Peter begrüßen. Er hat Jura in Marburg und Bonn studiert, in Düsseldorf promoviert, hat in Chicago gelebt, arbeitete dann danach in Deutschland als Rechtsanwalt, als Richter, als Staatsanwalt sowie als Unternehmensjustiziar. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von Bonn und seine Geschichte heißt Alles, was Sie von nun an sagen. Und das Thema im November war Mitleid. Vielleicht hören wir mal einen Ausschnitt daraus. Vielen Dank. Seine Augenlider schieben sich langsam aus dem Geröll klebrigen Grins wie ein ängstlicher Schildkrötenkopf aus dem Schutz seines Rückenpanzers. Durch die Öffnung des im Wind flatternden Vorhangs sticht ihn die rheinische Morgensonne. Seine rechte Hand nähert sich langsam, vorsichtig seinem Kopf wie die Zangen des Bombenentschärfers der Zündung. Verdammt, denkt er, das war das eine oder andere Glas zu viel, um die Gespenster zu vertreiben, die mit seinem neuen Mandat zurückgekehrt waren. Ihre knochigen Finger jetzt in Form von blendenden Strahlen durch die nur halb geschlossene Jalousie nach ihm ausstreckten. Das ein oder andere Glas oder die ein oder andere Flasche. Sein Kopf fühlt sich an wie in der engen Faust eines feindseligen Monsters. Er wird wach, versucht sich aus dem Bett zu wuchten, aber das Monster an seinem Kopf, das den Schraubstockgriff angesetzt hat, ist ebenfalls erwacht und auf seinen Fluchtversuch aufmerksam geworden. Es drückt fest dazu, als er sich erhebt und in Richtung Dusche orientiert. Raus aus dem Korsett aus Schweiß und Polyester, das nass wird guttun. Die Zunge klebt an seinem Gaumen, verdorrt wie ein Regenwurm auf einem Felsen der Salzwüste. Während das Wasser auf ihn niederprasselt und langsam die Tentakel des Monsters löst, darf ich kurz vorstellen. Kai Renz steht hier unter dem Duschkopf in Kalt, mit 95 Kilogramm lebend, davon 10 Kilogramm Übergewicht, Kurzhaarschnitt und Vollbart. Ein Mann in den besten Jahren, hätte er sie nicht so versaut. Aber es würde zu weit führen, sein Drama in allen Facetten auszuleuchten. Was ihn jetzt beschäftigt, ist ein neuer Fall als Strafverteidiger. Renz hatte während seines Jurastudiums parallel seine Unteroffizierslaufbahn vorangetrieben und als sich nach dem ersten Examen nichts anderes ergab, war losgezogen, die Freiheit auch am Hindukusch zu verteidigen. Er hatte gedacht, nach Tabor und Citalopram dies hinter sich gelassen zu haben. 2 Jahre später das zweite Examen, nun schlug er sich mit seiner kleinen Kanzlei in der Nähe von Bonn durch. Aber der neue Fall bringt ihn wieder zurück in seine Albträume. Ein Mordfall unter afghanischen Flüchtlingen und es ist kein Whodunit. Sein Mandant hat offen und unbestreitbar abgedrückt. Und Renz darf nun die Scherben auflesen und denkt an sein eigenes persönliches Afghanistan. Erst Kunduz, dann Faisabad, bevor es nach Mazar-i-Sharif ging. Dort dann eines Nachts Alarm im Lager. Lichter flackern an den Baracken hängen vorbei. Ein Heulton lässt ihn hochfahren, Sirene oder Motor eines Fahrzeugs. Er springt aus der Koje, ist kurz darauf draußen. Es ist kalt, laut, hektisch. Jetzt erkennt er den Laster, der nicht hierhin gehört. Was ist da drin? Benzin, Öl, Sprengstoff und Scherben? Stimmengewirr, radebrechendes Englisch.
Ein Typ im Kaftan gestikuliert, ist nur Lebensmittellieferung. Misunderstanding, Sir. Sorry, misunderstanding. Quatscht die ganze Zeit, aber sein Kompagnon im Führerhaus will nicht stoppen. Und vorne stehen Schäfer und Streindl, herrschen den Kerl an, er soll seinem Fahrer sagen, dass er anhalten muss. Doch der Kerl, der ausgestiegen ist, gestikuliert, das durchfurchte Gesicht jetzt rötlich umwandelt vom Bremslicht des LKW. Und Schäfer schreit, stopp, und der Kerl nur, Sir, please listen, Sir. Und der Fahrer scheint gar nichts zu hören. Hat der Lepra an den Ohren, brüllt Streindl, findet er das witzig? Aber hier ist gar nichts witzig und Renz findet gar nichts witzig. Und dann macht es Peng aus seinem G36, auf die Windschutzscheibe legt sich ein Spinnennetz von Risslinien und nun rollt der LKW aus und bleibt stehen. Das war ein ganz und gar rasantes Tempo und es sind ja auch diese verschiedenen Erzählrhythmen, die vorkommen in alles, was Sie von nun an sagen. Vielleicht mal, Sie haben ja erst auch ein Ich eingeführt. Wieso haben Sie das ganz am Anfang steht, darf ich kurz vorstellen und dann stellen Sie diesen Kai Renz vor, beziehungsweise der Erzähler stellt den vor. Ja, es ist kein Ich-Erzähler, sondern tatsächlich wird von seinen Albträumen geplagten Strafverteidiger berichtet. Insofern ist das, darf ich kurz vorstellen, letztlich ein Trick. Gag, auch, dass es zu weit führen würde, sein Drama auszuleuchten, liegt letztlich an den 15.000 Zeichen Beschränkung, aber das muss man dann eben weiter auf. Das kriegt ja dann wirklich, das, so wie Sie es vorgelesen haben, merkt man auch diese Beschleunigung und diese verschiedenen Zeitebenen, jetzt die Gegenwart und dann eben die Rückblenden. Und wie haben Sie das mit dem Mitleid verknüpft? Wie kommt das Mitleid rein? Man hört das ja jetzt da noch nicht. Richtig. Am Anfang weiß man jetzt sicherlich noch nicht, warum passt das zum Thema Mitleid. Es wird dann in der Geschichte, das war, wie Sie schon gesagt haben, der Anfang, es wird in der Geschichte weiter aufbereitet in der Begegnung mit seinem Mandanten, einer ehemaligen afghanischen Ortskraft, der übel mitgespielt wurde. Und es begegnen sich da eigentlich Mitleid und dem Vorwurf des Selbstmitleids, dass sein Mandant an ihn richtet und sagt, sie tun sich eigentlich selber leid mit diesen Gespenstern, die sie verfolgen. Und daraufhin kommt er eigentlich erst auf die Idee zu sagen, Mensch, was Sie erlebt haben, das gibt mir eine gute Möglichkeit, Sie zu verteidigen, indem ich an Mitleid appelliere, was wiederum sein Mandant ablehnt für sich und sagt, davon möchte ich nichts. Wieder ein interessanter Umgang mit dem Thema und das einfach auch gewissermaßen auf eine juristische Ebene zu bringen, auch auf eine sprachliche Ebene woanders hinzubringen. Als ich das gelesen habe, dachte ich natürlich auch sofort an ein bildliches Erzählen, an Film, an Kamerafahrten. Ist das auch so, wenn Sie schreiben, dass Sie diese Bilder so in diesem Tempo auch vor sich haben? Also ich musste an Zero Dark Thirty zum Beispiel denken. Wie heißt die Regisseur von Catherine Bigelow, also dieses Form des kinoartigen Erzählens? Ja, nicht unbedingt, dass ich mir das jetzt als Korsett mir selber nehmen würde und sagen würde, es muss so sein, aber in dieser Geschichte passt es ganz gut, gerade in diesem Ausschnitt, der dann auch die Rückblende nach Masai-Sharif bringt, und diesen sehr schnellen Ablauf, der dort in die Katastrophe läuft, in einen Anschlag, der natürlich jetzt hier nicht in allen Facetten ausgeleuchtet werden konnte. Und dazu passte ihm einfach auch dieses ja etwas ohne Punkt und Komma schnelle Beschreiben. Und das deutet sich eben am Anfang an, ist aber nicht zwingend von mir jetzt von vornherein auf diese Geschichte aufzutreten. Wenn man sie liest, hat man eigentlich Lust, unbedingt mehr zu hören und hat das Gefühl, es könnte auch der Anfang sein von etwas Größerem. Ist das der Fall? Ja, das ist ganz witzig, dass ich glaube, es ging einigen der Mitstreiter hier, dass sie sagten, wir hatten den Text schon und haben dann gemerkt, der passt eigentlich ganz gut zu diesem Thema. Und die Geschichte ist entnommen einem Fragment für eine etwas längere Geschichte, die auch die Situation von Flüchtlingen etwas breiter darstellt und etwas tiefer die Persönlichkeiten ausleuchtet. Und
ich habe gedacht, das passt aber ganz gut auf, die, auf diese Aufgabe, hier das als Kurzgeschichte zu erzählen und wirklich zu reduzieren auf 15.000 Zeichen. Deswegen heißt er auch Kai Renz und hat einen sehr kurzen Namen, damit ich mit den Zeichen noch klar zu ihm kam und muss wieder etwas umbenennen. Aber in der Tat, die Idee war eigentlich ein längerer Text, aber es war ganz spannend, das dann mal so zu schreiben, dass man sich beschränken musste und wirklich da pointierter sein musste. Sind Sie noch an neuen Schreibprojekten dran jetzt? Ja, auch da geht es mir, glaube ich, wie vielen der anderen. Man hat immer noch so ein bisschen was in der Pipeline und schleift und an den Rohdiamanten, wenn sie denn welche sind. Und ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin jung genug, aber ich hoffe, ich werde alt genug, um vielleicht doch das eine oder andere, wenn auch nur für sich selber, fertigzustellen. Und naja, hin und wieder gibt es ja Gelegenheiten, wie jetzt auch hier den Wettbewerb, wo man dann auch mal seine Kunst teilen kann. Mal so nennen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Markus Peter, fürs Teilen. Und jetzt und vielen Dank für den Text des Monats November. Und jetzt gehen wir gerade weiter in großen Schritten, letzten Schritten zum Monat Dezember. Und Dezember hat gewonnen Alexandra Maria Pipos. Herzlich willkommen, Alexandra Maria Pipos. Wo, aus woher sind Sie zugeschaltet? Aus Bielefeld. Aus Bielefeld. Jetzt habe ich genau, das habe ich vergessen, den Markus Peter zu fragen. Ich denke, das ist wahrscheinlich, er hat ja gesagt, er lebt in der Nähe von Bonn. Jetzt ist Bielefeld. Sie, Alexandra Maria Pipos ist in Rumänien geboren. Sie hat internationale Beziehungen und Kommunikationswissenschaften studiert. Sie schreibt seit ihrer Jugend mal mehr, mal weniger, aber immer wieder Gedichte, Kurzgeschichten, vielleicht auch noch ein Roman. Parallel dazu arbeitet sie als Organisationsberaterin. Sie schreibt in ihrem Lebenslauf oder in ihrer Kurzbiografie, sie hat braune Haare und spielt am liebsten Scrabble. Und jetzt wahrscheinlich auch Wordle, wie ganz viele Menschen auf dieser Welt. Das Thema im Dezember war Eifersucht und der Text heißt Haarspalterei. Und jetzt hören wir einen Ausschnitt daraus. Wir gehen gemeinsam in die Schule und schauen uns um. Wir erkennen die Gesichter und Körper kaum wieder. Wir versuchen uns die Veränderungen zu merken, doch scheitern daran. Wir wollen uns setzen, aber der Tisch reicht nicht für drei. Das hat er noch nie. Wir schauen uns an und entscheiden, noch bevor es die Lehrerin tut. Doch warten darauf, dass sie uns trennt. Wir schauen den Locken hinterher und entdecken den Riss, der sich durchs Klassenzimmer zieht. Fein und nur für uns sichtbar, bis wir erkennen, neben wen sich die Locken setzen. Es ist der eine, dessen Namen wir den Sommer über im Kreis jongliert haben, unendlich oft abgewegt, zum wem er am besten passt, mit immer demselben Ergebnis. Zu allen gleich gut. Wir könnten uns ihn teilen, haben wir gesagt und gelacht. Keine bereit, ihn abzugeben. Jetzt lachen wir nicht, sondern starren ungläubig und sind wütend. Am meisten auf uns selbst. Hätten wir uns bloß selbst verstoßen, würden wir nun dort sitzen. Wir tauschen Blicke über die Tische hinweg, um uns zu vergewissern. Doch statt Ekel spiegelt sich Genugtuung darin. Der Unterricht beginnt, doch wir können den Lehrern kaum zuhören. Wir lernen woanders. Wir beobachten verstohlene Blicke, wir hören ihr Kichern. Selbst das Leiseste hallt in unseren Ohren. Wir fragen in den Pausen und hängen an Lippen, die Widerstand leisten. Wir bohren unentwegt weiter, denn wir alle leben, wenn eine von uns lebt. Selbst wenn wir ihn nicht teilen, dann zumindest die Erinnerung. So wie immer, das war unser Spiel. Doch für uns ist auf einmal kein Platz mehr. Es wird ein neues gespielt, das nur für zwei reicht. Egal, wie sehr wir Buße tun. Ein Spiel, dessen Regeln wir nicht verstehen. Und so fallen unsere Worte auf den Asphalt und mit ihnen fallen auch wir. Wir linsen aus Augenwinkeln und entdecken Facetten, in der Stille der Nacht heimlich hinzugelegt. Wir ergründen sie, jede neue davon. Wir kopieren und passen an. Vielleicht ist das der Schlüssel. Ein neuer Lidstrich, ein ähnliches Oberteil, um auch endlich von seinem Blick gestreift zu werden. Doch er bleibt an denselben Locken hängen. Nie geht sein Blick darüber hinaus, bis er sie schließlich einlädt, sich in den Pausen in seine Ecke zu stellen, während wir bleiben, wo wir sind, entblößt und unsicher. Zu zweit lässt sich kein Kreis schließen. Wir sehen, wie die Locken hüpfen, wenn sich der Kopf dreht, hin und her, von einem Lachpaar zum nächsten, aber nie zu uns, kein einziges Mal. Und wir wissen, dass die Tage gekommen sind für unsere Verluste. Wir studieren sie so genau, dass uns danach schlecht ist und wir den Blick in den Spiegel meiden. Aber wir hören nicht auf. Wir können nicht anders, als Zettel durch die Hände der Klasse zu schieben, die nie ihren Weg zu uns zurückfinden.
Wir betteln um Audienzen und erhalten sie nur spärlich. Die Locken erzählen dann von Kinofilmen, die wir nicht gesehen haben, von Eis, das wir nicht gegessen haben, von Händen, die sich auf dem Nachhauseweg halten und Lippen, die sich berühren, erst vorsichtig, dann mutiger. Wir sehen, wie Wangen erröten und erblassen dabei. Wir schlafen nur noch selten in zu schmalen Betten und wenn, beobachten wir den Körper zwischen uns. Wir atmen ihn ein, berühren ihn aber nicht. Jetzt, wo ihn andere berühren, wissen wir nicht, ob wir es noch dürfen. Vielen Dank. Der Text, also die Überschrift war ja Eifersucht und der Titel ist Haarspalterei. Und hier haben wir ausnahmsweise mal ein Wir. Wer ist dieses Wir? Das war jetzt in der Mitte, ein mittlerer Teil der Geschichte. Das Wir setzt sich aus drei Mädchen zusammen, die befreundet sind. Und zwar so eng, dass sie kein Ich, Du, Sie ergeben, sondern ein Wir. Und das sind drei Mädchen, die kurz vorm, also oder kurz vorm Teenie-Alter stehen. Und es fängt ja, ist ja eine lange Freundschaft, die sich da eigentlich eben auseinander, die auseinanderdriftet und dieses Wir ja bedroht ist. Hatten Sie dieses, also ich fand das sehr interessant, dass Sie das, Eifersucht ist ja eigentlich immer eine, sehr häufig ein Ich-Du-Zustand. Und da haben Sie das anders gelöst. Genau, also ich glaube, das ist nicht nur ein Ich-Du-Zustand, das ist ja vor allen Dingen in den Teambeziehungen der Partner und man selbst, das ist ja so das Klischee. Mhm. Ich wollte auf diese Eifersucht aufmerksam machen, die vor allen Dingen, glaube ich, in der Pubertät in Mädchenfreundschaften auftaucht. Also, dass die beste Freundin eigentlich die erste Partnerin ist, bei der man eifersüchtige Gefühle entwickelt. Und in dieser Geschichte gibt es verschiedene Schichten an Eifersucht. Also zum einen, dass sie zu dritt sind, das heißt, eine kommt immer zu kurz. Es gibt ja nur zwei Leute, die sich zusammensetzen können, ein Tisch in der Schule, da passen ja nur zwei dran. Also da gibt es dann schon eine Entscheidung, da muss man eine beste Freundin haben. Dann taucht noch der junge Mann auf, wen mag der Mann am meisten? Und es spitzt sich halt immer mehr zu, also diese Eifersucht untereinander, aber auch in Bezug auf diesen, auf den einen. Und was hat das mit Haaren auf sich? Ich wollte den Frauen oder den Mädchen kein Gesicht geben. Ich habe das, habe die dritte anhand der Locken beschrieben. Und ich fand, das ist natürlich noch ein Symbol für Weiblichkeit. Musste aber auch daran denken, also es ging mir zumindest in der Pubertät so, ich hatte glatte Haare und ich wollte immer Locken haben. Und Mädchen oder Frauen, die Locken haben, sagen oft, dass sie glatte Haare haben wollen. Und das ist ja schon meistens dann auch so der Moment, wo man jemanden beneidet oder auch vielleicht eifersüchtig ist auf das Anderssein. Auch in so einer Phase, wo es darum geht, sich zu finden, seine Identität zu finden und man das ganz oft auch über den anderen macht. Also ich hätte gerne das Aussehen von der oder demjenigen, statt zu sagen, so wie ich bin, bin ich okay. Also das ist ja so ein Prozess, durch den man geht in der Pubertät. Wie haben Sie das denn, also natürlich denkt man da auch an Grausamkeit, Grausamkeit dieser Mädchen, aber wie haben Sie das denn mit der Sprache gemacht? Das hat ja auch was sehr, also Sie haben da sehr, sehr präzise auch an den Bildern gearbeitet, um da Klischees zu vermeiden. Wie lange haben Sie an der Geschichte geschrieben? 4 Monate ungefähr. Also ich habe im Sommer angefangen, die ist in einem anderen Kontext entstanden. Es ging eigentlich um das Thema Identitätsbruch und ich wollte das gerade mit diesem Wir kombinieren. Und ich habe, glaube ich, 8 Versionen davon geschrieben. Wie haben Sie dann entschieden, welche Ihre Lieblingsversion ist? Die letzte. Hatten Sie dann sogenannte Beta-Leserinnen? Nee, also manche Geschichten teile ich mit Beta-Leserinnen, aber bei dieser Geschichte, ich glaube, ich habe es einmal meinem Freund vorgelesen zwischendurch, aber da bin ich eigentlich die meiste Zeit alleine mit dem Text. Ja, aber das ist ja umso schöner, dass der Text jetzt nicht mehr alleine ist und wir ihn alle lesen können und er in diesem Buch ist und ab jetzt für alle, die hier im Haus da sind, nachher gratis zum Mitnehmen. Und für Sie alle, Sie bekommen den noch zugeschickt. Ich möchte mich ganz herzlich bei Alexandra Maria Pipos bedanken, wünsche Danke. Ihnen alles Gute. Wir sind sehr gespannt auf das, was kommt und schalte jetzt um auf das, auch wieder auf die Galerieansicht, wenn ich das hinkriege. Ja, genau. Und jetzt sind wir eigentlich
am Ende und danke euch allen ganz herzlich für eure Geduld, fürs Mitmachen, für die tollen Texte, auch im Publikum allen ganz herzlichen Dank und übergebe jetzt nochmal das Wort an Isabel, weil ich bestimmt was ganz Wichtiges vergessen habe. Ich sage noch zwei Dinge und zwar, die Texte sind zum Nachlesen auf der Website des Literaturhauses und alle, die jetzt heute nicht hier sein können, können diese Anthologie bei uns bestellen, wenn sie an info@literaturhaus.ch schreiben, dann wird die Ihnen zugeschickt. Und der Wettbewerb geht weiter und dieses Jahr haben wir gesagt, dass wir gleich drei Vorgaben machen. Und zwar heißt es, in jedem Monat gibt es einen Ort, einen Gegenstand und ein Format, die in den Texten vorkommen sollten. Und wir haben dir quasi 20 Orte, 20 Gegenstände und 20 Formate definiert und immer am ersten des Monats wird ausgelost. Und das ist dann die Kombination. Und für den Januar war das der Ort auf dem Seil, der Gegenstand das Notenblatt und die Form der Songtext. Da wird die Jury nächste Woche den Gewinnertext aussuchen. Und Februar ist jetzt eröffnet, also können Sie alle mitschreiben, das wäre ein Gedicht und der Gegenstand ist die Prothese und der Ort ist im Nachtzug nach Berlin. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf viele Texte. Und hatten damit auch natürlich den Versuch, weil wir auch gemerkt haben, die Texte, die wir letztes Jahr bekommen haben, also die wir jetzt ausgewählt haben, waren wirklich ganz toll, aber es hat uns an den Rand des Kollapses gebracht, weil 1500 Seiten pro Monat zu lesen plus alles andere und dann mussten wir auch in die Trickkiste greifen, um Möglichkeiten zu finden, dass nicht mehr ganz so viele, also dass die Texte dann frisch entstehen aus dem Moment heraus auch. Also wir wünschen uns natürlich trotzdem viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sind aber auch nicht ganz unglücklich, wenn es nicht mehr 400 pro Monat sind. Genau. Und vielen Dank nochmal fürs. Aber umso größer ist natürlich der Verdienst derjenigen, die dieses Jahr 2021 gewonnen haben. Und natürlich gab es da auch noch mehr Zeit wegen Lockdown etc. Umso größer ist der Verdienst, weil die Konkurrenz war natürlich enorm. Also wir danken noch einmal allen ganz, ganz herzlich fürs Mitmachen und auch für heute Abend fürs Mitmachen. Der Film bleibt noch eine Weile online, also ihr könnt den alle auch weiter verschicken. Wir schicken dann noch den Link dazu. Und ja, genau, das war es jetzt von meiner Seite. Genau, also danke fürs Vorlesen, danke fürs Zuhören, viel Spaß beim Weiterlesen und einen schönen Abend. Wiederschauen. Genau.